HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin und herzlich willkommen zur 119. Ausgabe unseres HSV-Podcasts, passend zur 120. Auflage des Nordderbys zwischen dem HSV und Werder Bremen. Mein Name ist Henrik Jacobs und an meiner Seite sitzt hier im Studio zum einen mein Kollege Kai Schiller. Moin Kai. Moin Henrik. Und wir freuen uns heute über einen Gast, der nicht nur sehr häufig gegen die beiden Vereine gespielt hat, sondern vor allem auch für beide Clubs. Vorgestellt wird er wie immer trotz akuter Erkältung von unserem HSV-Rapper Elvis. In Bergedorf geboren, wird er Versicherungskaufmann. Und deshalb ist er hier im Podcast? Nein, die Geschichte fängt erst an, denn vom SCVM geht's zum SV Werder Bremen. 2006 beginnt die Reise, auf die wir jetzt gemeinsam gehen. Wenn man den Weg bis hier betrachtet, dann fällt einem so ein, er könnte eigentlich auch die seriösere Hälfte von Max Kruse sein. Doch die Wege trennen sich. Der Laie zur Fortuna folgt der Wechsel nach Schwaben. 173 Mal wird er das Stuttgart-Trikot tragen, macht dabei 53 Buden, wechselt schließlich nach 6 Jahren, angeblich fast nach China? Was ist da in ihn gefahren? Stattdessen 96. Mit Hannover geht's wieder rauf. Aus der zweiten in die erste Liga. 17 Tore packt er drauf. Spielt noch ein Jahr für die Roten. Wechselt dann an die Weser. Langsam zurück Richtung Heimat. Das macht lange nicht jeder. Ein Jahr Bremen, ein Jahr Hamburg. Er kann es noch, doch will nicht mehr. Der Abschied aus dem Profisport fällt dank Oberliga nicht so schwer. Dort kickt er mit Vergnügen. Knipst an guten Tagen vierfach. Lebt noch immer diesen Sport, in den er sich einmal verliebt hat. Und wenn du fragst, in welcher Stadt, die Antwort passt sofort. Digga, das ist keine Stadt, das ist ein Dorf. Jo, moin und herzlich willkommen direkt aus Dassendorf, Martin Harnik. Moin, danke, dass ich da sein darf. Schöne Vorstellung, oder? Ja, hat mir gut gefallen. Das also bis auf Bergedorf geboren war auch alles richtig. Oha. Aber Hamburg geboren ist richtig. Ha, ja. Okay, wo denn genau? Ich habe sogar noch nachgeguckt. Jetzt fragst du mich wieder was, ja. Du weißt nicht, wo genau du geboren bist. Ich weiß das Krankenhaus gerade nicht, aber es war nicht Bergedorf. Da musste ich aber Elvis auch nicht schämen, dass er es auch nicht wusste. Nee, deswegen hätte ich mir sparen können, glaube ich jetzt. Ja. Okay, aber dann aufgewachsen in den Vier- und Marschlanden. Genau, Raum Bergedorf war gut. Ja, sehr und gut. Elvis hat es gesagt, gespielt für Werder Bremen, für den HSV, deswegen der prädestinierte Gast diese Woche. Weißt du denn aus dem Kopf, gegen wen du häufiger gespielt hast? Als Gegner. Bremen, würde ich sagen. Knapp. Also bei zwei Versuchen auch nicht so einfach, aber 14 Mal gegen den HSV, 13 Mal gegen Werder Bremen tatsächlich. Okay, krass. Ja, aber ein paar Spiele häufiger für Werder Bremen gemacht, denke ich mal. Wir haben jetzt nicht nachgezählt, aber... Ja, aber so viel mehr auch nicht. Also ich habe ja in Bremen dann, also Bundesliga zumindest, würde ich, ja doch, ein paar mehr vielleicht, aber auch nicht die Rede wert. Ja. Heute lebst du ja wieder da, wo alles begann damals, am östlichen Stadtrand von Hamburg, auf dem Dorf. Bist Top-Torjäger der TuS Dassendorf und hattest am Wochenende spielfrei. Hattest du die Zeit, dann deine Ex-Clubs Bremen und Hamburg am Sonnabend dir anzuschauen? Ja, nee, also wie vielleicht der eine oder andere mitbekommen hat, bin ich ja gerade in ein neues Geschäftsfeld gestartet und habe eine Indoor-Golfhalle eröffnet in Glinde. Und da bin ich halt derzeit auch sehr präsent, muss da sehr viel machen und habe jetzt aber den Vorteil, dass auch Sky Sport mittlerweile bei uns läuft. Also ich habe viele Sachen gesehen, aber das ganze Spiel live gucken konnte ich nicht. Das heißt aber, am Sonnabend lief da bei euch schon in der Halle die Konferenz an? Selbstverständlich. Ja. Und wenn du sagst, du bist da viel präsent, kannst du mal einen kurzen Einblick geben, was musst du da genau machen? Also Golf spielen ja wahrscheinlich nicht, sondern... Golf spielen leider nicht, nee. Nee, also alles. Ich hole die Leute natürlich dann ab, bringe sie in ihre Simulatorbox, erkläre ihnen das System, mache sozusagen so eine Anleitung für die ersten Schritte und serviere dann aber auch mal ein Bierchen oder einen Kaffee. Also das gehört halt auch dazu. Und bin dann im Grunde genommen in der Halle in allen Aufgaben eingespannt. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wir haben mittlerweile jetzt 8, 9 circa insgesamt, aber zur gleichen Zeit arbeiten 2 bis 3. Mhm. Vor 2 Wochen wurde die Halle eröffnet. Wir haben ja auch darüber berichtet, waren da zum Media Day. Kannst du mal erzählen, wie die ersten 2 Wochen gelaufen sind? Sensationell. Also auch sicherlich dank euch. Dafür war der Media Day natürlich auch gedacht, um jetzt mal so eine gewisse Aufmerksamkeit zu bekommen, dass die Leute überhaupt wissen, okay, da gibt's etwas, auch vor allem etwas Neues.
Das hat echt gut eingeschlagen. Wir sind super gebucht gewesen. Jetzt das Wochenende hat komplett gebrannt. Also wir waren zum Beispiel gestern am Sonntag waren wir von 10 bis 19 Uhr durchgehend ausgebucht. Also wirklich sensationell und der Start hätte kaum besser verlaufen können. Ich würde mal sagen, das Wetter spielt euch auch in die Karten, ne? Also. Ja, definitiv. Also ich hätte natürlich gerne schon im September eröffnet. Das war der Ursprungsplan, um dann die Wintersaison voll mitzunehmen. Aber sag mal jetzt, dass die Leute zumindest wissen, dass es uns gibt, spielt uns das Wetter in die Karten. Ihr macht das ja nicht alleine, sondern du machst das zusammen mit deinem Schwager, mit Mattia Maggio. Dein Schwager, sag ich, kannst du mal ganz kurz erklären, ist das der Mann deiner Schwester oder jetzt bin ich verwirrt. Ja, alles gut. Bist du der Mann deiner Schwester? Ich unterbreche dich gleich. wir beide haben uns quasi Schwestern geangelt. Also wir sind beide in die Familie quasi hineingeheiratet. Ah, also unsere Frauen sind Geschwister. Ah, okay. Und dann ist man Schwager? Schwippschwager. Ja, okay. Stimmt, ja. Das gibt's auch noch. Ja. Ja. Mattia Maggio kennt man ja auch noch vom HSV damals in der U23, war dann sogar kurz mal bei den Profis, bei Mirko Slomka, als es dann gegen den Abstieg ging. Kanntet ihr euch damals dann schon? Ja, wahrscheinlich ist die noch nee, nicht. Nee. Also wir haben uns jetzt tatsächlich über unsere Schwiegerfamilie kennengelernt und ich wusste das auch nicht. Ich bin auch allgemein schlecht in Fußball-Lexika. Deswegen, also ich kenne ganz wenig Spieler und Mattia kannte ich jetzt in dem Fall auch nicht. Aber wir haben schon jetzt festgestellt, dass wir viele, viele Parallelen haben. Und deswegen kann natürlich es auch nicht fehlen, dass er auch uns eine Frage für dich geschickt hat und die kommt jetzt. Hey Hanno, hier ist der berühmte Harnik-Schwager Maggio. Ich habe zwei wichtige Fragen an dich. Was meinst du, wären wir in der Bundesliga genauso ein Dream-Team wie jetzt in der Oberliga? Und die zweite Frage, sehr ehrlich, du hättest lieber meine Nase als deine. Das musst du jetzt zugeben. Ja, Mattia Maggio, nicht nur dein Schwager und Geschäftspartner, sondern auch Sturmpartner bei der TuS Dassendorf. Und hat gleich zwei Fragen, wo wir zu anfangen, mit dem Dream-Team oder doch bei der Nase? Ja, wir glänzen beide nicht mit einer wunderschönen Nase, muss man wirklich sagen. Also, aber seine möchte ich auch nicht haben. Also es ist definitiv sind wir da jetzt nicht nicht dezent bekleidet, was das angeht. Und zu der zweiten Frage ist es wirklich so, dass wir sehr gut harmonieren. Das liegt auch sicherlich an der privaten Verbundenheit. Das ist einfach so. Und in der Bundesliga muss man wirklich sagen, also das Potenzial, was Mattia hat, ist schon außergewöhnlich. Also ich habe ihn mal verglichen mit Marko Arnautovic, weil er eigentlich alles hat. Ne? Er hat ein Kopfballspiel, er hat Speed, er hat Power, er hat einen rechten, er hat einen linken Fuß, er hat einen super Abschluss. Also wundert mich nicht, dass er definitiv am Profifußball angeklopft hat. Und dass es dann am Ende nicht gereicht hat, da gehört dann auch vor allem oft der Faktor Glück dazu. Und den hatte er da nicht. Er hat das alles, aber hat in dieser Saison nur 10 Tore geschossen. Du hast 28 geschossen. Also was fehlt da zwischen 28 und 10? Die Position. Ich bin halt im Zentrum und eher häufig über den Flügel. Und es ist einfach so, dass ich dann häufig das letzte Glied in der Kette bin und super bedient werde von den Jungs und natürlich auch von Mattia. Also das muss man einfach sagen. Also ich glaube, wenn er jetzt noch zentraler spielen würde, hätte er noch ein paar Buden mehr. Die Nasen haben wir gerade schon angesprochen, bei mir hat man immer gesagt Charakternase, aber gut, das nur nebenbei. Auf jeden Fall hattest du immer ein sehr gutes Näschen für Tore und hast es auch jetzt noch. Ihr steht wieder auf Platz 1 mit Dassendorf. Wie sieht's eigentlich aus? Wollt ihr vielleicht dann doch mal aufsteigen oder ist das nach wie vor kein Thema für Dassendorf, die Regionalliga? Nee, das ist kein Thema und das ist ja nicht nur bei uns so. Also uns wird zwar immer vorgehalten, wir dominieren die Liga, aber gehen nie hoch. Es melden ganz viele andere Mannschaften auch nicht. Also am Ende sind es vielleicht 2 oder 3, die sich da mal trauen, oben anzuklopfen. Und das Problem ist einfach, oder liegt einfach bei der DFL, die Auflagen, die sie dann zumindest im zweiten Jahr Regionalliga von einem verlangen, das ist für die Infrastruktur in Dassendorf einfach nicht stemmbar. Und dann als Konsequenz in irgendein anderes Stadion zu ziehen, für einen Dorfverein, der einfach im Schnitt 200 bis 300 Zuschauer hat, das lohnt sich nicht. Und man muss ja auch dazu sagen, die Attraktivität jetzt der Regionalliga hat ja gerade, was das Regionale und was diesen Derby-Charakter angeht, den wir in der Hamburger Oberliga halt häufig haben, der geht halt auch verloren. Also das passt aus vielen Gründen nicht und mir persönlich passt das auch so ganz gut, dass es so ist, weil ich genau diesen Oberliga-Fußball mit dem Aufwand, den wir da betreiben, bewusst gewählt habe. Das klingt auch so, als wenn du es
komplett überhaupt nicht bereust, dass du vor anderthalb Jahren dann deine Profikarriere beendet hast. Du warst 33, also wahrscheinlich wäre ja noch ein bisschen Saft im Tank gewesen. Bist du glücklich und zufrieden mit deiner Entscheidung, die Karriere dann zu beenden? Ja, definitiv. Also bereut habe ich bis heute gar nichts. Habe da auch wirklich immer sehr auf meinen Bauch und mein Herz gehört, was solche Entscheidungen anging. Und die Entscheidung, dann aus dem Profifußball auszusteigen, war ja dann auch quasi serviert. Also dadurch, dass Werder dann gesagt hat, ich hätte ja noch ein laufendes Jahr gehabt bei Werder, dadurch, dass Werder gesagt hat, okay, wir möchten eigentlich sportlich nicht mehr oder wir planen sportlich nicht mehr mit dir, jagen dich jetzt aber auch nicht vom Hof, aber dann habe ich natürlich auch diese Steilvorlage angenommen und gesagt, okay, komm, dann ist es halt jetzt so, ne? Also ich hätte jetzt noch ein Jahr gependelt nach Bremen und hätte da auch nochmal Vollgas gegeben, weil ich es natürlich auch reizvoll gefunden hätte, da nochmal durchzustarten. Aber das war halt nicht gewollt und dementsprechend wurde mir die Entscheidung so ein bisschen nahegelegt und ich habe dann zugegriffen und war dann für mich völlig in Ordnung. So alt bin ich nicht, dass ich jetzt irgendwie sage, okay, meine Karriere muss jetzt irgendwie super geil enden und zögere sie irgendwie noch künstlich hinaus, sondern habe dann gesagt, okay, dann verlege ich die Prioritäten weg vom Profifußball hin zum Unternehmerischen. Und und damit bin ich jetzt auch gerade wirklich sehr, sehr ausgelastet, mehr denn je, aber auch zufrieden. Gab es nicht vielleicht auch nochmal den Gedanken, nochmal ins Ausland zu gehen und vielleicht dann doch nochmal ein paar Mark zu verdienen am Ende der Karriere? Zwischendurch gab es ja auch mal die Option China, hat Elvis gesagt vorher. Natürlich auch viel Geld, aber du hast ja schon mal erzählt, dass das dann für dich, als du da warst, überhaupt nicht in Frage kam. Wie war das jetzt? Gab es da nochmal Optionen oder war das dann für dich auch gar kein Thema mehr? Nee, war kein Thema mehr. Also muss zu dieser China-Geschichte sagen, dass es natürlich immer alles sehr, sehr romantisch und sympathisch klingt. Aber ich muss auch immer betonen, ich war da und habe es mir angeguckt, weil ich halt auch gesagt habe, so viel Geld lehne ich nicht einfach aus der Ferne ab, sondern schaue es mir an. Und natürlich wäre es eine rein finanzielle Entscheidung gewesen. Aber als ich dann da war und diese Entscheidung auch für meine junge Familie damals treffen musste, war mir klar, nee, das ist nicht das Leben, was wir führen können, für kein Geld der Welt. Also, hätte noch mal kurz, war das Peking oder wo war das? Nee, das war, wie hieß das jetzt, wo Felix Magath war. Felix Magath war Trainer. Also es war eine Provinz mit über 8 Millionen Einwohnern, genau. Und ich komme jetzt gerade auf den Namen, ich bin genauso vergesslich wie mit dem Geburtsort. Also aber wie gesagt, es war halt irgendwie Mitte China und also wirklich, wirklich Provinz, es war jetzt nicht Hongkong, es war jetzt nicht irgendwie Shanghai, sondern halt eine andere Stadt. Aber bist du mit der kompletten Familie rüber und deine Frau hat sich das auch angeguckt oder hast du erstmal sozusagen, was du die Vorhuten hast, geguckt, ob das überhaupt in Frage käme? Genau, ich war nur mit meinem Berater rüber und musste die Entscheidung halt für meine Frau und meine damalige 3 Monate alte Tochter treffen und sie hat gesagt, entscheide du, wir gehen das voll mit und sind aber auch überhaupt nicht traurig, wenn du Nein sagst. Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, nee, das entspricht nicht unserem Leben. Wir sind halt auch gerade mit Hunden, mit Pferden, das hätten wir alles auch dann für die 2,5 Jahre oder was hinter uns lassen müssen und hätten uns da wirklich quasi rein aufs Business konzentriert. Und das war es mir einfach nicht wert. Und genau diese Art von Priorität habe ich jetzt auch am Ende meiner Karriere getroffen, dass ich gesagt habe, okay, ich hätte auf jeden Fall noch ein Jahr HSV gemacht, ich hätte noch das Jahr in Bremen erfüllt, weil ich dann alles von hier aus hätte machen können. Aber wir haben gesagt, okay, wenn wir nach Hamburg zurückkehren, dann wollen wir in Hamburg auch bleiben. Wir wollen unsere Kinder integrieren in der Gemeinde, in der sie dann jetzt auch hoffentlich die nächsten Jahre aufwachsen. Und da wollten wir sie jetzt nicht nochmal rausreißen. Und deswegen war das Thema Ausland und auch selbst irgendwie innerhalb Deutschlands keine Option für mich. Trotzdem war das Ende ja dann nicht ganz so schön. Also du bist mit dem HSV dann nicht aufgestiegen. Werder hat nicht mehr mit dir geplant. Was hat dir so im Nachhinein mehr wehgetan von den beiden Ereignissen? Ja, also das wehgetan hat mir das mit Werder überhaupt nicht. Also im Gegenteil, mir wurde im Grunde genommen eine Entscheidung abgenommen und dafür war ich überhaupt nicht, oder da bin ich überhaupt nicht sauer oder sonst was. Was mir wehgetan hat, war der sportliche Misserfolg mit dem HSV, weil den habe ich mir natürlich ganz anders vorgestellt. Ich wäre natürlich super gerne nach Hamburg gekommen, hätte ähnlich wie in Hannover damals gerne einen großen Teil zum Aufstieg beigetragen und hätte dann noch ein weiteres Jahr in Hamburg gehabt und hätte nochmal Bundesliga gespielt. Also die Mission, die hatte ich schon ganz klar und deswegen war das schon Mission Incompleted. Also das tat dann sportlich schon weh, aber auch, wie gesagt, da hat dann der HSV auch danach gesagt, auch gerade mit dem neuen Trainer, mit Daniel Thune, die wollten dann halt nicht mehr, haben dann halt auch nicht mehr mit mir geplant und dann war es auch okay. Also wie gesagt, also das ist dann halt auch ein Job und
da wurden die Entscheidungen so getroffen, in Bremen sowie in Hamburg, und dann ist das so. Wenn du das so erzählst, das klingt alles plausibel, aber ist das eigentlich die ganze Karriere so gewesen und muss man sich darauf einstellen, dass das halt dann eben auch nicht nur Passion ist, sondern eben ein Job und professionell sein und dann Entscheidung geht nicht mehr, dann akzeptieren, nächstes Ziel und so weiter. Muss man sich das manchmal so ein bisschen klar machen, dass es ein Job ist? Ja, also ich musste mir das nicht klar machen, sondern ich habe es eigentlich relativ dann schnell auch so kennengelernt. Und es ist ein Business, keine Frage. Und deswegen habe ich auch immer in den letzten Jahren gesagt, ich werde nie ein Wappenküsser sein, weil das in der Fußballwelt so schnell geht. Das ist ja nicht immer deine Entscheidung, wo du spielst, wo du bleibst, wo du verlängerst, sondern da gehören halt meistens viele, viele Faktoren dazu. Max Kruse ist gerade das beste Beispiel. So, da haben drei Parteien entschieden, dass da ein Wechsel stattfindet im Winter. Und dementsprechend ist es halt diese Fußballromanze, wie sie jetzt zum Beispiel Thomas Müller noch als große Ausnahme lebt, von Anfang bis Ende im gleichen Verein, die gibt's ja kaum noch. Und das ist einfach deswegen der Fall, weil es halt ein Business ist. So, und im Business fallen halt viele Entscheidungen, es kommen viele Philosophien im Fußball, verschiedene Trainer, die verschiedene Spielarten haben. Auch jetzt Tim Walter ist natürlich ein super Beispiel, der was Neues mitbringt und neue Anforderungen stellt an seine Spieler. Und da hätte ich zum Beispiel auch nicht reingepasst. Und ich glaube, das war auch ein Grund, weswegen zum Beispiel Aaron Hunt da auch nicht mehr reingepasst hätte. So, ne? Weil Tim Walter halt eine andere Philosophie hat. Und das ist okay. Und dementsprechend muss man es aber auch als Spieler relativ schnell abschütteln oder auch relativ schnell erkennen, okay, wir haben hier einen Job. Das ist unser Hobby gewesen, aber es ist halt zum Job geworden. Und dementsprechend gehe ich damit auch um. Ja, mittlerweile spielen ja beide Clubs in der zweiten Liga, Bremen und der HSV. Am Wochenende kommt es jetzt zum Spitzenspiel in Hamburg im Volksparkstadion, zum Nerd-Derby-Spitzenspiel. Im Hinspiel warst du als Sport1-Experte dabei in Bremen. Bist du jetzt auch wieder am Start? Nee, ist ja nicht das Sport1-Spitzenspiel geworden. Deswegen bin ich leider nicht dabei. Auch nicht als Zuschauer? Nee, ich gehe nicht ins Stadion. Also habe ich jetzt, seit Corona sowieso nicht, hat sich nicht so richtig angeboten. Und jetzt muss ich sagen, bei der Jahreszeit und bei dem Wetter draußen, ist ja bestes Indoor-Golf-Wetter, bin ich dann lieber im Warm als im Stadion. Das heißt, du wirst es schön in Glinde in der Indoor-Halle so gut wie möglich verfolgen. So wird es aussehen, genau. Genau, du hast es schon gesagt, du hattest sehr viel zu tun in den vergangenen Wochen und Monaten mit deiner Halle. Hattest du denn noch Zeit, dich überhaupt jetzt so mit den beiden Clubs zu beschäftigen, mit der aktuellen Entwicklung, mit dem Fußball von Tim Walter, den du ja in der Hinrunde auch schon mal kritisiert hattest, hast aber auch dann zwischendurch gesagt, du hast die Entwicklung erkannt, also du scheinst dich ja schon noch damit zu beschäftigen, oder? Ja, es bleibt ja auch ein Nebenjob. Also Sport1-Experte ist ja auch schon dann irgendwo eine Verantwortung, ein bisschen up-to-date zu bleiben. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Tag einen Pressespiegel vor mir liegen habe und so lese, was ihr alle seht und analysiert. Also, aber ich versuche mir schon, dann zumindest mal die Highlights des Wochenendes anzuschauen, zu gucken, okay, was ist da passiert. Das reicht natürlich nicht, um jetzt ein komplettes Spiel hier ad hoc zu analysieren, aber ich sehe halt schon, wo halt eine gewisse Entwicklung hingeht und da bin ich gerade, was Bremen und auch HSV angeht, definitiv up to date, weil ich natürlich noch auch viele Jungs da kenne und halt auch einfach noch nicht so lange raus bin. Werder ist aktuell Erster, der HSV ist Zweiter. Sind das auch die beiden besten Mannschaften der zweiten Liga momentan, würdest du sagen? Ja, also qualitativ sehe ich Werder schon als beste Mannschaft. Entschuldigung. Und den HSV würde ich an die dritte Stelle setzen. Also ich sehe qualitativ Schalke rein vom Kader her noch besser. Aber der HSV hat es halt jetzt, wie du eben schon gesagt hast, geschafft, dieses System von Tim Walter zu stabilisieren, auch wirklich mit einer besseren Defensive auch die Spiele zu gewinnen. Sie haben ja oft einfach auch hinten raus Gegentore bekommen, wo sie meiner Meinung nach ja auch in der Hinrunde, was ich dann ja auch angesprochen habe, zu leichtsinnig waren und zu leichtfertig quasi verteidigt haben. Das finde ich, dass da hat man schon eine Entwicklung gesehen, ob es jetzt am Spielsystem liegt, dass Tim Walter was verändert hat, oder ob es daran liegt, dass die Mannschaft es noch mehr verinnerlicht hat und einfach es besser umsetzt. Das kann ich nicht beurteilen, aber man sieht einfach, es ist alles stabiler und sicherer. Und vom Kader her muss ich ja sagen, hat der HSV nicht mehr die Qualität und nicht mehr die Spieler in ihren Reihen, wie es jetzt gerade noch Werder und Schalke hat als Absteiger. Aber genau so eine Frage, würdest du das zum Beispiel mit Freunden Tim Leibert oder so aus der Mannschaft mal nachfragen? Habt ihr irgendwas umgestellt, umgeändert? Würde er es dir sagen oder spricht ihr darüber gar nicht?
Ja, also so intensiv frage ich da jetzt nicht nach oder beschäftige mich damit. Also finde ich auch immer schwierig, dadurch, dass ich halt diese Expertenrolle auch innehabe, möchte ich da jetzt eigentlich nicht so irgendwie als Insiderwissen oder sowas glänzen, und deswegen stelle ich die Frage auch gar nicht. Also mich hat schon interessiert, worauf liegt denn der Fokus, und dafür brauche ich aber keine Antwort von einem Tim Leibold, sondern das sieht man ja. Also der Fokus liegt auf Offensivfußball und auf die Offensive, und das hat man auch gesehen. Die Defensive hat gelitten, aber wie gesagt, genau diese Balance hat sich jetzt gefunden und spiegelt sich auch in den Ergebnissen wieder. Ja, am Wochenende nicht ganz, da haben beide nur 1-1 gespielt gegen Abstiegskandidaten, Bremen zu Hause gegen Ingolstadt, der HSV in Sandhausen. Sind trotzdem einen Platz geklettert in der Tabelle jeweils. Sind das trotzdem diese ekligen Zweitligaspiele, die dann auch am Ende über den Aufstieg entscheiden? Du kennst das ja noch auch aus deiner HSV-Zeit, gerade so diese Spiele Sandhausen, Aue, da lässt man ja gerne mal Punkte liegen. Ja, also in Sandhausen oder wie du sagst, in Aue zu spielen, ist schwierig. Also das ist jetzt auch überhaupt nicht abgehoben oder so, aber das ist die Plätze sind einfach, haben nicht die Qualität, die man gewohnt ist. Und wenn man beim Hamburger SV oder auch bei Werder Bremen spielt, dann hat man einfach Top-Bedingungen. Man hat ein Top-Stadion, man hat einen super Trainingsplatz, mehrere Trainingsplätze. Da würden viele Mannschaften in der zweiten Liga von träumen, dass sie so einen Stadionplatz haben. Und wenn man natürlich dann tagtäglich auf so einem hohen Niveau auch trainieren kann, dann ist es für einen schon ungewohnt, auf einem Platz zu spielen, der halt nicht so gut ist. Und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, gerade diese Gegner, aber eigentlich jeder Gegner in der Liga ist zu 100% motiviert, gegen dich zu gewinnen und zu zeigen, ey, ich kann mich hier mit dem Besten der Liga messen. Und diese Faktoren machen es halt auch so schwer, diesen Aufstieg zu schaffen, weil du spielst jedes Wochenende gegen top motivierte Gegner. Und dann ist es auch völlig normal und auch meiner Meinung nach völlig okay, wenn man mal nur unentschieden in Sandhausen spielt. Man muss halt natürlich die anderen Spiele und vor allem auch zu Hause muss man ziehen und die muss man gewinnen. Und dann steigt man am Ende auch auf. Man darf natürlich einfach nicht anfangen, zu Hause auch noch Punkte zu lassen, weil zu Hause hast du deine Bedingungen, dein Stadion und da musst du halt auch eine Macht sein. Und deswegen wiegt für mich das Unentschieden von Werder zu Hause gegen Ingolstadt doch um einiges schwerer als das Unentschieden von dem Hamburger SV in Sandhausen. Das kann eher passieren. Das Unentschieden gegen Ingolstadt von Werder, das tut eigentlich punktetechnisch mehr weh. Zu Hause ist der HSV tatsächlich ja in der Saison, man kann sagen, eine Macht, die einzige Mannschaft in den ersten beiden Ligen, die noch nie zu Hause verloren hat. Ein paar Unentschieden zu viel vielleicht. Wir wollen jetzt nicht in alten Wunden stochern, aber einmal noch zu Sandhausen. Es war dein letztes Spiel mit dem HSV gegen Sandhausen. 1-5. Hast du jetzt so viel Zeit danach eine Erklärung, was da eigentlich passiert ist? Ja, was ist passiert? Jetzt den kompletten Spielfilm habe ich nicht mehr vor Augen, aber es war schon so, dass wir ganz, ganz bitter in Rückstand geraten sind. Ich muss jetzt lügen, ob es jetzt die ersten Chancen waren oder die einzigen Chancen in der ersten Halbzeit. Ich glaube nicht. Ich glaube, wir hatten sogar noch ein bisschen Glück, dass da sogar noch einer an den Außenpfosten gegangen ist oder so. Ich glaube, es waren individuelle Fehler. Aber wie gesagt, kriege ich gar nicht mehr so sehr zusammen. Aber so schnell konnten wir gar nicht gucken. Da lagen wir auf einmal 2-0 hinten. Und dann hatte ich noch in der ersten Halbzeit 1-2 Schussmöglichkeiten, wo sicherlich, wenn es läuft und man im Flow ist, da einer von reingeht, war natürlich auch passend zum Spiel. Und ich wurde dann in der Halbzeit dann auch schon ausgewechselt, konnte eigentlich nicht mehr helfen. Und dann sind wir noch rangekommen mit dem Elfmeter, weiß ich glaube ich noch, Aaron hat das 2-1 gemacht, wo du dann denkst, okay, jetzt kommen wir nochmal. Und dann, glaube ich, haben wir einen ganz, ganz doofen Elfmeter bekommen. Mhm. Ich glaube, Josh hat dann hat ein blödes Foul gemacht und haben das 3-1 bekommen. Und dann hast du, das war so der Genickbruch. Und wenn du dann am Ende siehst, dass mit dem Sieg wir in die Relegation gekommen wären. Ich glaube, mit dem Unentschieden sogar, ne? Mhm. Glaube ich, mit dem Unentschieden hätte gereicht, ja. Ja, das ist natürlich, also das ist Wahnsinn so. Aber war dann halt auch nicht nur dem letzten Spiel geschuldet, sondern was wir dann gerade in der Rückrunde an Punkte haben liegen lassen in den letzten Minuten, das war schon irre. Und deswegen, also wir haben diesen Aufstieg oder dieses Relegationsspiel haben wir nicht am letzten Spieltag verpasst, sondern in den 10 Spielen zuvor. Das stimmt, insbesondere nach der Corona-Pause war das dann, ging ja direkt los mit Fürth, dann Stuttgart zu Hause gegen Kiel in der Nachspielzeit, dann vor allem in Heidenheim, glaube ich, die 95. Minute, waren das am Ende einfach zu viele Nackenschläge, die euch dann ja
im Prinzip das Genick gebrochen habt? Ja, das ist halt genau der Punkt, den ich gerade sage. Man kann mal in Fürth unentschieden spielen. So, das ist jetzt nicht so schlimm, aber diese Häufigkeit, dann gerade in Stuttgart, ne, so ein 6-Punkte-Spiel ja auch, haben wir in der Nachspielzeit, glaube ich, den Ausgleich bekommen. Und und das war dann halt schon in Heidenheim, war ja der größte Wahnsinn. Also da haben wir so dominant gespielt, waren so gut und kriegen dann noch diese Gegentore. Also das war schon, wie gesagt, das war halt einfach so ein richtiger Negativlauf. Und am Ende des Tages hat uns das einfach auch den Aufstieg gekostet. Das muss man ganz klar so sagen. Kannst du denn sagen im Nachhinein trotzdem so ein bisschen, woran es lag? Ich habe dich neulich auch schon mal gefragt, ob es möglicherweise dann schon so ein paar atmosphärische Störungen gab in der Mannschaft. War es so dieser Kopf, der dann am Ende irgendwie mitgespielt hat, wenn man weiß, so jetzt geht die Schlussphase wieder los, wir haben vorher immer Gegentore bekommen, jetzt bloß nicht und dann passiert's halt. Wie ist es so deine Erklärung gewesen? Ja, ich kann ich dir immer noch nicht so die Antwort drauf geben. Also weil es waren ja auch teilweise dann individuelle Fehler oder es war dann auch wirklich einfach Pech, wo du dann sagst, ey, wie kann der Ball noch den vor die Füße springen? So, also das war einfach, es sollte nicht sein. Also wir haben ja trotzdem Aufwand betrieben und es war auch nichts so, natürlich waren wir alle frustriert und genervt in der Kabine und natürlich gab es auch mal Reibereien. Also es war ja nicht so, dass wir da vom Spielfeld gegangen sind und gesagt haben, ja, moin, sehen uns morgen wieder. Sondern das war da dicke Luft. Also wir haben uns ausgekotzt, wir hatten Diskussionen, wir hatten Streitereien, weil wir sagen, das kann nicht wahr sein. Ey, wir schenken hier alles her und wir müssen mit dieser Mannschaft aufsteigen. So, und deswegen, also die Unzufriedenheit war ja greifbar und aber am Ende kannst du es dir nicht einfach erklären, weil es war dann auch so, es war ja auch nicht so, dass du sagst, okay, es war immer der Gleiche, der vielleicht mal einen Fehler gemacht hat, sondern dann war es der, also auch da konnte sich keiner freisprechen von fehlender Leistung oder von Fehlerfreiheit. Also es war einfach der Wurm drinne und muss man leider akzeptieren irgendwann. Du hast eben gesagt, dieses wir müssen aufsteigen. Du hast nach dem misslungenen Aufstieg dann in einem Interview mal ganz offen gesagt, dass du auch ein bisschen Probleme hattest mit diesem Druck an Spieltagen. Du hast jetzt in vielen Traditionsclubs gespielt. War der Druck aus deiner Sicht beim HSV genauso wie zum Beispiel auch bei Werder, bei Stuttgart, Hannover und so weiter? Oder war er sogar noch größer? Wie hast du das empfunden? Ja, also der Druck war auch häufig hausgemacht, ne? Also auch von mir selbst, dass ich einfach so ziemlich, so fast in jedem Verein, in dem ich gespielt habe, war ich auf kurz oder lang ein Leistungsträger und ein Führungsspieler. Und so bin ich natürlich auch nach Hamburg gekommen. Mit der Erfahrung, mit der Vita, mit dem Aufstieg in Hannover und so hat man sich natürlich schon auch von mir versprochen, okay, der trägt einen großen Teil jetzt zum Wiederaufstieg bei. Und das war natürlich auch mein eigener Anspruch. Ich bin ja nach Hamburg gekommen, nicht um jetzt hier die schöne Stadt zu genießen und zu Hause Familie und Freunde zu haben, sondern ich bin gekommen, um meinen Teil zum Aufstieg beizutragen. Und natürlich war ich immer angespannt und habe gesagt, okay, heute stoßen wir den Bock um und heute zeige ich eine gute Leistung und sowas. Das war aber viel auch Eigenantrieb. Natürlich ist der Druck auch hier medial und natürlich auch im Umfeld, in der Fanszene ist natürlich groß. Der ist aber auch woanders groß. Der ist auch in Stuttgart groß, der ist auch in Bremen groß. Die Erwartungen sind halt da. Und die sind dann am Ende nicht gerecht zu werden. Das hat mich belastet. Also und das hat mich halt auch, das habe ich auch mit nach Hause genommen, weil es mich geärgert hat, weil es halt mein eigener Anspruch war, ich möchte der Beste auf dem Feld sein und ich möchte beste Leistung zeigen. Und das ist mir halt in Hamburg viel zu selten gelungen. Und das hatte sicherlich verschiedene Gründe, aber es hat mich geärgert. So. Jetzt könnte man sagen, Druck hat natürlich jeder Fußballer und auch jeder im anderen Job. In einem gewissen Level ist das ja auch normal, würdest du sagen, dass es in deinem Fall über das normale Level etwas rüberging, dieses Druckgefühl? Ja, das kann ich ja nicht beurteilen. Ich weiß ja nicht, was ist das normale Level an Druck? Also hat es dich schon belastet, hat sich schon stärker belastet, als es ein gutes Gefühl dir gegeben hat? Ja, es war ja im Grunde genommen wie ein Rausch. Also wenn es gut lief, war es ja sowas von positiv, dass es dich ja beflügelt, so eine Situation. Und wenn du dann diesen Druck meisterst und auch erfolgreich bist, dann ist es das Geilste überhaupt. Und dann fliegst du durch die Tage oder durch die Woche. Umgekehrt, wenn es halt dir misslingt und du natürlich auch im Fadenkreuz bist oder auch in der Kritik und auch selber sagst, okay, ist nicht das, was du kannst oder warum klappt es nicht,
dann beschäftigst du dich natürlich viel mehr damit. Du überlegst dir, okay, was mache ich diese Woche anders? Wo setze ich an? Was könnte mir gut tun? Was esse ich? Wie früh gehe ich schlafen? Woran liegt es? Also du hinterfragst ja alles automatisch. Ne? Wenn's läuft, hinterfragst du gar nichts. So, ne? Oder wenig. So, dann lässt du es laufen, dann machst du es einfach genauso wie letzte Woche und gut ist. So, aber das ist ja dieses Negativerlebnis ist ja so, dass du anfängst, Dinge, oder du wirst ja aktiv, indem du sagst, okay, ich möchte jetzt was verändern oder ich muss was verändern. Und das machst du ja auch wieder so anstrengend. Das machst du ja nicht nur dann in der Kabine, dass du sagst, okay, keine Ahnung, ich mache noch eine halbe Stunde länger Torschuss, um diese Torflaute zu beenden, sondern du bist ja auch dann zu Hause. Ich versuche früher schlafen zu gehen. Ah, die Kinder waren diese Nacht auch anstrengend. Dann hast du schon irgendwie automatisch im Kopf ein kleines Alibi oder schlechte Laune und sonst was. Also ich habe es halt leider nicht geschafft, dieses Thema Fußball, diesen Job in der Kabine zu lassen, sondern ich habe ihn halt auch häufig mit nach Hause genommen. Ja, ist interessant, weil du hast ja wirklich auch eine lange Karriere durchlebt. Hast mit Österreich 68 Länderspiele, glaube ich, gemacht. Hast bei einer EM gespielt, gegen Cristiano Ronaldo, gegen Portugal im DFB-Pokalfinale gespielt, Europa League. Und dann spielst du beim HSV in der zweiten Liga. Und trotzdem ist dieser Druck so stark, dass man ihn noch mit nach Hause nimmt, oder? Man könnte ja eigentlich meinen, jemand, der so viel erlebt hat, steckt das locker weg. Ja, nee, also nur weil ich viel erlebt habe, heißt das ja nicht, dass mir was dann egal ist. Also, und das ist ja der springende Faktor. Also, es war mir nicht egal, dass ich nicht so performt habe beim HSV, wie ich es mir vorstelle. Und deswegen habe ich mich damit beschäftigt, weil ich natürlich alles dafür tun wollte, es zu ändern. Also ich wollte einfach besser spielen. Ich wollte einfach zeigen, dass ich es viel besser kann. Und das ist mir halt viel zu selten gelungen. Und wenn ich daran denke, wie meine ersten Spiele beim Hamburger SV waren, sei es jetzt die paar Minuten auf St. Pauli, sei es jetzt das Spiel gegen Aue hier zu Hause. 6-2 gegen Stuttgart. Auch genau, genau. Aber das Verhältnis zwischen guten Spielen und schlechten Spielen war halt nicht so, wie ich es mir vorstelle. Also und wie sich es halt auch wahrscheinlich alle anderen auch vorgestellt haben. Und das macht einen einfach unzufrieden. Und das nimmt man mit nach Hause, wenn man das einfach hinterfragt und denkt, okay, was kann ich tun, damit es nächste Woche besser wird? Das ist ja ein sehr privates Thema. Würdest du dir wünschen, dass man da eigentlich mehr drüber redet? Ich erinnere mich zum Beispiel auch, den kennst du ja auch sehr gut, an Per Mertesacker, der ja ähnlich ist und vielleicht sogar noch ein bisschen stärker berichtet hat. Oder sagst du, ja, ist ja schön und gut, dass wir jetzt mal kurz das anschneiden, aber hört mal zu, das ist jetzt auch ein bisschen mein Ding und dann ist auch irgendwann gut. Das ist jedem seine Sache. Also es ist natürlich so, also ich habe bewusst diese Themen offen kommuniziert nach der Karriere, weil ich einfach gesagt habe, okay, ich möchte da jetzt keinen nicht nach einem Alibi suchen oder ich möchte jetzt nicht anfangen, dass die Leute mehr Verständnis für mich haben, sondern es ist der Job und das genau diese Facetten gehören zu diesem Job dazu und dementsprechend brauche ich da jetzt nicht irgendwie so offen mit umgehen, weil es ändert am Ende eh nichts. Ne? Also im Gegenteil, du machst dich vielleicht sogar noch angreifbarer oder dir wird sogar unterstellt, der ist gar nicht so belastbar, wie er wirkt. So und vielleicht trifft dann der Trainer sogar eine Entscheidung und sagt, nee, komm, der macht sich so viele Gedanken gerade, den stelle ich nicht auf. Weil damit ist mir dann ja auch nicht geholfen, damit kann ich die Situation auch nicht verändern. Und dementsprechend, auch Per hat es ja auch erst nach der Karriere so offen kommuniziert. Genau, aber wenn ich dann nachfragen darf, öffentlich kommunizieren und intern kommunizieren ist ja auch noch ein Unterschied. Also hast du das Gefühl, während der Karriere, während diesen ganzen Clubs und Länderspielen, was Hendrik eben angesprochen hat, dass du intern da richtig mit umgehen konntest und mit den Menschen sprechen konntest? Oder wolltest du das nicht, um eben keine Schwäche zu zeigen oder Angriffsfläche zu zeigen? Ja, es ändert ja nichts. Also wenn ich jetzt mit euch drüber rede, dann gebe ich euch nur ein Bild davon, was in mir vorgegangen ist. Das kann ich ja auch gar nicht pauschalisieren für jeden Spieler, sondern so bin ich halt mit der Situation umgegangen oder so habe ich auf gewisse Situationen reagiert. Das ändert ja nichts an dem Geschäft. Also ich verändere mit diesen Aussagen ja weder die Drucksituation im Stadion noch die Drucksituation innerhalb der Mannschaft. Also du schaffst aber ein Bewusstsein vielleicht, was ja gar nicht schlecht wäre. Ja, aber wo wird das hingehen? Also das wird nichts ändern. Also sag ich dir jetzt schon, welches Bewusstsein hast du dadurch? Würdest du jetzt den Spieler am Ende des Spieltags anders kritisieren, weil du glaubst, okay, der hat das jetzt die Woche mit sich rumgetragen, dann gebe ich ihm meine Note besser oder bin mal sanfter. Es ist das Geschäft. Es ist dieses Geschäft, was dazugehört. Und deswegen ist es halt auch unter anderem auch so gut bezahlt, weil es halt einfach ganz viele gar nicht schaffen, das damit umzugehen und das zu kompensieren.
So, und die wenigen, die es schaffen, heißt noch lange nicht, dass es denen egal ist. So, ich habe es ja geschafft, jahrelang mit diesem Geschäft umzugehen und trotzdem hat es mich belastet, in schwierigen Phasen. In guten Phasen ja, wie schon eben gesagt, nicht. Also deswegen, also es wird nichts ändern. Also das, da bin ich mir ganz sicher. Geschäft ist ein gutes Stichwort. Du bist ja jetzt Unternehmer, hast deine eigenen Geschäfte, hast deine eigenen Mitarbeiter. Spürst du da eigentlich auch Druck oder ist das etwas anderes? Ist das nicht vergleichbar mit dem Leistungssport? Das ist definitiv vergleichbar. Also deswegen, ich sage auch nicht, dass ein Unternehmer oder ein Angestellter oder sonst was nicht ähnliche Drucksituationen durchleben. Also wenn du ein Vertriebler bist und du musst am Ende des Jahres Verkaufszahlen liefern, womit du deinen Bonus bekommst und mit diesem Bonus deine Familie oder den Familienurlaub finanzierst, dann hast du auch Druck. Also dann bist du ja auch in der Drucksituation und nimmst das auch mit nach Hause und sagst, ey, warum hat der Kunde heute nicht angebissen? Was muss ich anders machen? Also ganz sicher, und genauso der Unternehmer, der Chef, der Selbstständige, der ist ja genauso, der muss seine Zahlen im Griff haben, der muss an viele Dinge denken, der muss seine Mitarbeiter halten können, muss sie bezahlen können und so weiter. Also diese Situation, von der ich rede, die ist natürlich sehr öffentlich, was man als Fußballprofi hat. Also das andere ist natürlich sehr für sich. Da habe ich meine Zahlen und da lese ich jetzt nicht alle zwei Tage in der Zeitung, oh, hier Hanix Golfhalle hat einen schlechten Umsatz gemacht gestern. Ne? Und alle reden drüber. Sondern das ist dann halt für mich und damit muss ich dann umgehen. Aber diese, da bin ich mir ganz sicher, dass es da ganz viele Arbeitnehmer und Selbstständige und Chefs da draußen gibt, die vielleicht Ähnliches durchleben, dass die einfach abends im Bett liegen und sagen, ach fuck, das muss ich jetzt noch, daran muss ich jetzt morgen noch denken und das versuche ich jetzt mal zu ändern oder einfach nicht drauf kommen, was sie anders machen können. Ja. Tatsächlich musst du ja in deinem zweiten Leben als Unternehmer sehr druckresistent sein, wenn ich mir bedenke, dass du die Entscheidung getroffen hast, deine Golfhalle aufzumachen, mitten in der Corona-Krise, wo ja auch ehrlicherweise im Winter keiner genau wusste, wie geht's jetzt genau weiter. Also genau in dieser Zeit seid ihr kurz, wart ihr kurz vor der Öffnung, wo man noch gar nichts öffentlich machen durfte sozusagen. Mhm. Das stelle ich mir auch echt schwierig vor, diesen Druck zu spüren. Wie geht's mit meinen Mitarbeitern? Wie geht's mit meinem Unternehmen und so weiter? Ja, also grundsätzlich habe ich mir natürlich über all diese Dinge auch Gedanken gemacht und ich meine, wir brauchen jetzt nicht großartig über das Business reden, aber natürlich orientiere ich mich auch daran, die Fixkosten so gering wie möglich zu halten. Natürlich habe ich auch einen Plan B gehabt, dass ich sage, okay, sollte sich Corona jetzt noch so extrem aufs Geschäft auswirken, dass ich auch einen gewissen Puffer habe für diese Zeit. Grundsätzlich hoffe ich natürlich für uns alle, dass dieses Thema Corona einfach irgendwann mal zu unserem Leben, zu unserem Alltag zumindest dazugehört. Natürlich will ich es ganz weg haben, aber dass wir so weit sind, dass es dazugehört und dass unser normales Leben mit Corona weitergehen kann oder wieder anfangen kann. Und aus dieser Sicht heraus habe ich natürlich auch gesagt, okay, ich eröffne es trotzdem, weil ich bin der Erste in Norddeutschland. Es gibt einen Bedarf dafür, vor allem im Herbst und Winter. Und dann will ich diesen Moment auch nicht verpassen, es zu eröffnen. Aber ich gebe dir recht, Corona ist natürlich auch jetzt heute noch nicht kalkulierbar, auch wenn es jetzt gerade wieder einen ganz guten Trend gibt, ist es halt schwierig. Aber genau aus diesem Grund habe ich ja gesagt, okay, ich versuche die Fixkosten so klein wie möglich zu halten, um halt auch dann auf Schließungen oder Ähnliches reagieren zu können und zu sagen, okay, damit muss ich planen und das ist dann mein Puffer, den ich habe. Und da habe ich natürlich auch den Vorteil aus meiner Fußballkarriere, da ich natürlich auch einen gewissen finanziellen Puffer mitbringe, um auf sowas reagieren zu können. Das ist natürlich für einen normalen Unternehmer auch schwierig, wenn der seine Existenz auf dieser Selbstständigkeit gründet. In dieser Zeit muss man natürlich sagen, ist er viel, viel mutiger, weil der dann wirklich abhängig davon ist, bin ich geöffnet oder nicht. Ne? Ich bin auch davon abhängig, aber sicherlich nicht so hart. Mhm. Zu deiner Zeit nach der Profikarriere kommt jetzt unsere nächste Frage, und zwar von einem HSV-Mannschaftskollegen, der auch immer noch aktuell dabei ist. Hanno, ich grüße dich. Hier spricht der Leibe, dein ehemaliger Mitspieler, der dir jedes zweite Training ein Beini verpasst hat. Du wirst dich dran erinnern. Hanno, ich habe eine Frage. Und zwar, du bist ja jetzt mehr oder weniger im Ruhestand, zumindest nicht mehr ganz oben auf der höchsten Fußballebene aktiv. Deswegen wollte ich dich mal fragen, was vermisst du denn am meisten? Sind es die Spiele, sind es die Zuschauer, ist es das Kabinenleben? Würde mich mal interessieren. Bleib so, wie du bist und wir sehen uns. Schleichwerbung beim Golfen. Hanno, hau rein und bis bald. Schöne Grüße von Tim Leibold, aktuell noch mit seinem Kreuzbandriss außer Gefecht gesetzt, aber schaut demnächst mal in der Golfhalle vorbei, oder hat er schon?
Nee, hat er noch nicht. Also ich bin auch noch nicht dazu gekommen, die Jungs einzuladen. Also jetzt die ersten zwei Wochen waren echt tough. Aber ja, gute Frage. Mit dem Beini können wir noch klären oder ja, können wir direkt zur... Ja, ist natürlich Quatsch. Das weiß er auch selber, hat er selber gelacht. Deswegen, das ist Quatsch. Also da habe ich schon die Beine mal zugemacht. Ich weiß, dass er gerne darauf geht. Also er ist schon fieser Bock auf dem Platz. Aber da habe ich schon aufgepasst. Also ja. Ich kann mich eher an andere Situationen erinnern, wo er dann gejammert hat, weil er dann mal ein bisschen Körper von mir bekommen hat und dann mal 2 Meter weiter geflogen ist. aber es ist, wenn du 1,50 bist, dann ist das halt so. Ich vermute mal, genau dieser Kabinen-Trash-Talk ist es, den du wahrscheinlich am meisten vermisst, oder? Ja, also auch mit Tim Leibold. Deswegen, also Leibold und ich, wir hatten schon immer sehr viel Spaß, weil er auch einen sehr guten Humor hat. Und aber auf diesen Kabinentalk muss ich ja nicht verzichten, deswegen spiele ich auch noch weiterhin Fußball. Ich habe immer noch meine Kabine, ich habe immer noch meine Mannschaft, das sind auch geile Typen bei TuS Dassendorf, alles gute Jungs und deswegen könnte ich auch nicht drauf verzichten, weil genau das ist wichtig. Also natürlich ist es geil, Bundesliga zu spielen, es ist geil, in volles Stadion aufzulaufen und vor allem in Hamburg hatte ich das viel zu selten, vor allem auch durch Corona. Aber all das ist nicht aufzuwiegen mit dem Spaß, den du in der Kabine hast. Dieses Miteinander, dieses gegenseitig aufziehen, dieses auch miteinander auch mal streiten und diskutieren. Aber all das habe ich in Dassendorf auch und deswegen das würde ich auch nie vermissen wollen. Tim Leibold ist mit Nürnberg aufgestiegen, du bist mit Hannover aufgestiegen. Was ist aus deiner Sicht die wichtigste Zutat, um mit so einem großen Traditionsclub es dann am Ende doch zu schaffen? Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man wirklich ein Team ist. Also um aufzusteigen, und das ist halt das Schöne auch an einem Aufstieg. Also ich habe auch lange mit Stuttgart um das internationale Geschäft gespielt. Und da ist es halt so, das ist in Anführungsstrichen ein sehr, sehr, sehr individuelles Ziel. Also da ist es wichtiger, eigentlich für einen selbst so viel wie möglich zu spielen, sich zu zeigen. Und dann profitiert man eigentlich, ob man dann am Ende Europa League spielt oder Neunter wird oder vielleicht sogar Champions League Quali oder so. Das ist dann für den Verein wichtig und super, für den einzelnen Spieler, wenn er aber nicht spielt, bringt das nicht viel, ne? Und da merkst du dann halt, okay, da ist dann die Unzufriedenheit oder die Schere sehr weit auseinander zwischen denen, die spielen und die nicht spielen. Weil die nicht spielen, können sich einfach auch nicht zeigen und können nichts für ihre eigene Karriere tun. Im Falle des Aufstiegs, also aus der zweiten in die erste Liga, ist also jeder Spieler profitiert davon im Kader. Jeder Spieler profitiert davon, wenn er Teil des Aufstiegs ist, weil du bist automatisch eine Liga höher. Du kannst dann, wenn du nicht viel gespielt hast, kriegst du super Verträge oder super Angebote aus der zweiten Liga, weil du dann sagst, okay, der ist ja mit der Truppe aufgestiegen. Ob er jetzt ein bisschen mehr gemacht hat oder ein bisschen weniger, ist dann eigentlich nicht so relevant. Also jeder profitiert. Und das ist halt der Vorteil für diesen Mannschaftsgeist. Und deswegen ist halt grundsätzlich die Stimmung in einer Zweitligamannschaft viel harmonischer als in der Erstligamannschaft. In der Erstligamannschaft ist noch mehr Konkurrenzkampf, noch mehr Ich-AG. Und das Wichtigste, egal ob Traditionsverein oder nicht, das Wichtigste ist wirklich dieser Zusammenhalt. Und das ist halt auch vielleicht ein Grund in unserem Jahr durch Corona. Wir konnten kaum was zusammen machen außerhalb des Platzes. Es war alles zu, es gab keine Möglichkeiten. Wir haben uns, das Geilste ist eigentlich, und das witzigerweise hat mir das jetzt ein Mitspieler in Dassendorf gesagt, vollkommen richtig, eigentlich ist das Wichtigste für so eine Mannschaft, fliegt nach Mallorca auf den Ballermann am Anfang der Saison. Weil da lernst du deine Jungs kennen, da lernst du deine Spieler mal kennen außerhalb des Platzes. Wenn du es immer am Ende der Saison machst, dann fragst du dich oft danach, also dann ist die Saison vorbei, viele Spieler gehen, neue Spieler kommen und du fragst dich dann, ey, was ist das eigentlich für ein geiler Typ? So, dann habe ich das ganze Jahr gar nicht so wahrgenommen, weil wir halt immer nur in dieser Blase Fußball waren und gar nicht drumherum. Und das ist eigentlich so wichtig für eine Mannschaft, sich eigentlich auch drumherum viel besser kennenzulernen, weil du dann viel mehr Gemeinsamkeiten und wenn du dann halt auch wirklich, und das ist halt dieses Thema mit Mattia auch, wenn man so eine private Ebene miteinander hat, dann ist man auf dem Platz einfach nochmal bereiter, füreinander zu kämpfen oder miteinander zu kämpfen. Man ist bereiter, den Fehler des anderen auszubügeln und man ist bereiter, auch Fehler zu verzeihen. Und wenn man sich dann halt nicht so gut kennt und nur so eine berufliche Basis hat, dann ist es halt so, dann sieht man es halt auch, dann wird abgewunken, dann, ach, der geht mir sowieso die ganze Zeit schon auf den Sack. Und dann ist halt diese Frustration und dieses Miteinander funktioniert dann halt einfach nicht so geil, als wenn du die Jungs richtig gut kennst. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für einen Aufstieg. Man muss so viel es geht eigentlich miteinander unternehmen, die Jungs richtig kennenlernen, außerhalb des Fußballs kennenlernen, weil das hilft ungemein.
War das in Hannover anders, als ihr dann den Aufstieg geschafft habt? Ja, ja, also Hannover war eine Kneipentruppe. Also wirklich, das war eine im positiven Sinne, das war eine Kneipentruppe auf Bundesliga-Niveau. Also habe ich jetzt auch witzigerweise jetzt vor ein paar Tagen mit Marvin Backerlords geschrieben und haben wir auch ganz kurz, hatte nur ein Bild geschickt aus alten Zeiten. Und haben wir auch gesagt, es war so eine geile Zeit, weil wir haben so viel zusammen unternommen. Wir waren, blöd gesagt, gefühlt jedes Wochenende unterwegs. Natürlich, es lief auch gut, dann kann man sich auch gerne zeigen und kann man auch unterwegs sein. Aber wir waren halt immer eine Riesentruppe. Es waren halt nicht nur 3-4 Spieler, sondern wir waren zu 10, zu 15, waren wir unterwegs und haben dann auch mal die Nacht zum Tag gemacht. Und natürlich ist das auf der einen Seite nicht hundertprozentig professionell, aber es ist halt super wichtig, weil du hast Gesprächsmaterial. Du hast halt viele andere Themen auch rund um Fußball und das tut halt unglaublich gut. Und das ist halt einfach wichtig, weil du sagst, alles klar, für den ziehe ich jetzt nochmal 10 Meter durch, bis der Krampf kommt, weil ich will nicht, dass er schlecht dasteht. So, und das ist halt, und dieses Gefühl, das kannst du halt nicht simulieren, sondern das hast du dann halt, wenn du es halt auch wirklich fühlst. Und das fühlst du halt nur, wenn du die Jungs richtig gut kennst. Dein Sturmpartner war Füllkrug, war der dann auch sozusagen am Tresen dein Partner? Kann man das so sagen? Also, man könnte sich es vorstellen. Fülle war, ist wirklich ein gutes Beispiel, weil Fülle hatte einen schweren Start in Hannover. So, der ist zurückgekommen, ähnlich wie ich nach Hamburg. Und in seine Heimat und hatte in Nürnberg eine super Zeit und ist ganz schwer reingekommen in die Mannschaft, weil er im ersten Moment ziemlich oft angeeckt ist. Also ich will schon fast sagen, er war unsympathisch. Und ich habe ihn da schon relativ schnell an die Hand genommen und habe gesagt, ey Fülle, so kannst du nicht und das geht nicht und das kommt halt scheiße an. Und die Jungs waren genervt. Die Jungs waren wirklich am Anfang genervt von ihm und haben gesagt, ey, also so blöd gesagt, für den reiße ich mir nicht den Arsch auf. Ne? So ist das halt einfach. Und Fülle war dann auch einmal so ein Beispiel, der ist dann irgendwann, hat der Schalter so umgelegt, war auf einmal so drin in der Mannschaft, hat seine richtig lustigen Seiten auch gezeigt. Und dann war es wirklich, also wie ein umgelegter Schalter, der war voll integriert. Und auf einmal lief es bei ihm persönlich und die Jungs auch fanden ihn auch, und wir haben auf einmal privat auch viel mehr miteinander gemacht. Und das ist halt so ein Prozess, der muss halt stattfinden. Und das ist dann halt gerade natürlich in der Pandemie und auch wenn man die Möglichkeiten nicht so hat, ist es halt auch schwierig, diesen Prozess künstlich zu erzeugen. Ja, in Bremen scheint das ähnlich zu sein. Da hat er auch, als er zurückgekehrt ist, erstmal sich mit Florian Kohfeldt, dem Trainer, dann angelegt. Gab ein paar Schlagzeilen. Jetzt läuft es bei ihm richtig gut. Ich glaube, jetzt in der Rückrunde zusammen mit Marvin Ducksch wahrscheinlich das beste Sturmduo. Und ja, ähnlich wie damals in Hannover. Und jetzt wollen wir ihn natürlich auch selbst mal hören. Moin Hanno, ich bin's Fülle, dein alter Sturmpartner. Und ich habe eine Frage an dich. Und zwar, ob du immer noch gelegentlich Schmetterlinge oder Insekten fängst. Und dann auch im dazu passenden Outfit natürlich. Liebe Grüße, du alter Aufstiegsheld. Wahnsinn. Ja, hier kommen ganz jetzt, fiese Geschichten auf den Tisch. Jetzt sind wir gespannt. Ja, der Schmetterlingsfänger. Genau, ja. Aber witzigerweise habe ich es ja jetzt schon vorher angesprochen. Das ist halt genau so eine Malle-Geschichte. Das ist, wir waren nach dem Aufstieg gemeinsam mit der Truppe auf Mallorca, Bierkönig. Und aufgrund meiner Nase habe ich halt auch einen gewissen Wiedererkennungswert. Und ich wollte einfach nur auf Malle nur Spaß haben und wollte jetzt nicht irgendwie durch den Bierkönig laufen und von jedem angequatscht und von jedem angesammelt werden, sondern ich wollte nur Spaß haben mit den Leuten. Und dann bin ich halt im Grunde genommen auch so ein bisschen auf die Idee gekommen, mir so ein kleines Outfit zusammenzustellen und hatte so einen Fischerhut mit so Blumenmuster, hatte einen Tanktop im Blumenmuster, habe mir dann noch so eine komische Brille aufgesetzt und habe mir so einen Kescher geholt in so einem Supermarkt. Ja? Und bin halt so rein in den Bierkönig und haben dann halt gesagt, ich bin so ein Schmetterlingssammler. Ja, also sah so aus, ich meine, ihr seid ein bisschen älter als ich, aber so Pokémon, sehen bei Pokémon, wenn du da so Spieler triffst, so Insektenvögel oder so, die sahen genauso aus wie ich. Und dann bin ich da halt im Bierkönig rein und irgendwann natürlich auch wirklich ganz guten Pegel gehabt. Wir alle gemeinsam hatten ja auch einen Grund zum Feiern. Und dann stand ich einmal auf so einer Box und hab mit diesem Kescher hab da ein Glas Jägermeister reingepackt und hab den so über die Menge wandern lassen. Und die Leute, die haben mich nicht erkannt, aber fanden das so geil. Und irgendwann habe ich einen angeschrien und hab gesagt, du trinkst jetzt. Und dann mussten die, also total ekelhaft, und also vielleicht ist auch da Corona entstanden, mussten die ja durch den Kescher
den Jägermeister saufen. Und das war so geil. Und wir hatten so eine Gaudi. Also nach einer halben Stunde war ich dann auch komplett fix und fertig mit den Nerven. Aber die halbe Stunde war ich der König des Ballermanns. Ja. Der König im Bierkönig. Der Bierkönig, ja. Ich könnte mich hier sehr gut auch beim Kölner Karneval vorstellen, muss ich sagen. Also du hast da durchaus Qualitäten offenbar. Ja. Gibt es da Videoaufnahmen eigentlich? Nee, also ich habe zwar noch ein paar Bilder, aber die sind privat. aber Karneval ist halt auch so ein Thema. Ich finde das halt großartig. Also wenn man sich verkleiden kann und man halt einfach sich einer selbst sein kann. Weil es ist einfach so, und das ist natürlich auch der Preis, den du als Fußballprofi zahlst, ist natürlich die fehlende Privatsphäre. Und du wirst halt häufig erkannt. Und wie gesagt, ich hatte dann ja schon eine gewisse Karriere hinter mir, habe dann auch oft vor der Kamera gestanden, habe hier und da auch gerne mal polarisiert. Die Leute kannten mich. Und dann ist natürlich für mich auch unangenehm, mal wirklich zu feiern, auch vielleicht mal durch den Tisch zu treten, ohne jetzt auszurasten, aber wirklich mal Gas zu geben und dabei die ganze Zeit sich beobachtet zu fühlen. Das ist einfach ein ganz schönes Gefühl. Und da war es dann halt wirklich so, da vielleicht war es mir dann noch irgendwann egal, aber die Wiedererkennung hielt sich in Grenzen. Ja, schöne Geschichte. Ich habe am ersten Moment gedacht, als er von Insektenfang gesprochen hat, dass du die Fliegen meinst, die du als Stürmer dann häufig mal verschluckt hast. Da gab es mal so ein schönes Interview. Ich glaube, bei Sky damals, wo du gesagt hast, du hast während des Spiels 3 Fliegen verschluckt und hast dann gesagt, der Trainer Hüb Stevens ging dir auf den Sack. Und, genau. Ja, er war auch absolute Legende, der Typ, also Hüb Stevens. Ein super, super geiler Typ, super straight, hat dich angeschrien und zur Sau gemacht und war aber dann auch gleich wieder sofort eine Vaterfigur, wenn du es gebraucht hast. Und deswegen, und da konnte man auch so reden. Also mit ihm konnte man auch so reden. Also der fand das cool, der war halt echt oldschool und halt wirklich frei raus. Und dem war das lieber so, dass man mal sich vielleicht im Ton vergreift, was ich aber gar nicht getan habe, weil ich wusste, für ihn ist das fein. Ich bin danach in die Loge hoch und sein Sohn hat mich angesprochen und sagt so, ey, hast du das gerade im Interview gesagt? Und dann sag ich so, ja. Alter, wie geil. Finde ich super. Das mag der Alte, das mag der Alte. Und deswegen, da wusste ich natürlich schon so, weil der eine oder andere dachte, oh, das war jetzt aber respektlos Hüb Stevens gegenüber. Aber dadurch, dass ich ihn natürlich jetzt in dem Fall kannte, wusste ich, der findet das super. In Stuttgart hast du ja die längste Zeit deiner Karriere verbracht, aber vielleicht auch das dunkelste Kapitel mit dem Abstieg 2016. Kann man das so sagen? War das der bitterste Moment deiner Karriere? Ja, also doch, kann man schon so sagen. Es war natürlich deswegen der bitterste Moment, weil dadurch so diese 6 Jahre oder diese 5 Jahre davor eigentlich echt ganz schön getrübt wurden. Und ich hatte da eine unglaublich tolle Zeit, ich hatte eine unglaublich erfolgreiche Zeit. Ich war der erfolgreichste Torschütze des Jahrzehnts, dieses Vereins. Und natürlich in 6 Jahren Zeit auch gut möglich, aber ich habe wirklich gut performt und hatte dann so im Grunde genommen das letzte Jahr, wo es dann halt auch um den Abstieg oder wo es dann zum Abstieg kam, hatte ich halt auch, ich hatte eine Verletzung, ich hatte Riesenprobleme mit dem Spielsystem des Trainers am Anfang, mit dem Zorniger. Mhm. Hatte dann einen richtigen Negativlauf, wo ich dann auch viele Chancen habe liegen lassen. Und all das waren natürlich dann so Faktoren, wo ich dann natürlich auch am Ende auch einfach aufgrund des Führungsspielers und aufgrund meiner Vita oder der Jahre zuvor, war ich natürlich dann am Ende auch eines der Gesichter des Abstiegs. Und das hat mir schon persönlich sehr wehgetan, weil ich eine wirklich sehr, sehr geile Zeit in Stuttgart hatte, eine unfassbar tolle Zeit hatte und die dann so enden musste, das tat mir schon sehr leid. Ja, du hast es gesagt, schöne Zeit, auch zweimal den Klassenerhalt dann geschafft mit Hüb Stevens, DFB-Pokalfinale gegen Bayern, du hast auch einen Doppelpack gemacht, Europa League habt ihr, glaube ich, auch gespielt. Genau, und zum Thema Hüb Stevens und dem Klassenerhalt damals kommt jetzt unsere nächste Frage. Hallo Martin, der Gini hier. Du, ich hätte eine Frage, wie hast du es geschafft, mit so wenig Qualität so lange auf so hohem Niveau zu spielen? Und die zweite Frage, wenn ich eine stellen darf, ist, sag mir mal bitte was zum Hüb Stevens und unserem legendären Affentanz. Ciao, ciao. Wieder 2 Fragen von Daniel Ginczek, aktuell bei Fortuna Düsseldorf. Wenig Talent, sagt er. Willst du widersprechen? Im Vergleich vielleicht zu anderen Topspielern? Naja, ich habe ja viele Talente. Ich kann gut reden, ich kann viel laufen und Fußball spielen kommt dann auch einmal in der Top 10. Schmetterlinge fangen. Genau. Das stimmt natürlich auch so nicht. Aber es ist schon richtig. Also es gibt viele Fußballer und auch viele Mannschaftskameraden in meiner Karriere, die weitaus mehr Talent haben und hatten als ich.
Und ich habe halt andere Talente. Also ich bin nie der begnadeste Fußballer gewesen. Ich glaube, ich habe in meinem Leben 2 Übersteiger gemacht in einem Bundesligaspiel und auch heute mache ich sie nicht. Ich habe halt andere Qualitäten. Ich war immer relativ schnell, ich war immer sehr ausdauernd und hatte halt einfach einen unglaublichen Instinkt. Oder habe einen unglaublichen Instinkt. Ich habe immer das Gefühl für die nächste Situation gehabt. Das heißt, und das zieht sich auch durch meine Karriere. Es gab kaum Spiele, wo ich keine Torchancen hatte. Es gab aber viel zu wenig Spiele, wo ich sie genutzt habe. Und das hing mir halt immer nach. Also viele haben dann immer gesagt, oh, der Chancentod, was auch irgendwo stimmte, weil ich viele Chancen habe liegen lassen. Aber was viele vergessen haben, dass ich sie unfassbar viel hatte. Und die hatte ich halt aufgrund dieses Talents, dass ich Situationen erahnt habe und immer einen Schritt schneller als mein Gegenspieler war und immer schon wusste, alles klar, der Ball wird da hinkommen und dann bin ich zur Stelle. Und auf der einen Seite habe ich so viele Tore geschossen, habe aber auch so viele Chancen liegen lassen. Und das ist natürlich auch ein Talent, das kannst du nicht trainieren oder schwierig. Und auch die gleiche Situation für Räume. Also ich habe mich immer von meinen Gegenspielern wegentfernt, weil ich auch keine Kante war, wie Ginny jetzt als Beispiel, der sich gerne ins Duell und dieses Duell dann auch körperlich gewinnt. Sondern ich habe mich immer drumherum geschlängelt und bin dann eigentlich in die freien Räume gelaufen und hatte dann die zwei Meter Vorsprung. Und so wie 2015 gegen den HSV und das 2:1, das war, glaube ich, so ein typisches Harnik-Tor und danach seid ihr zur Eckfahne gelaufen und habt den Affentanz gemacht. Genau. Die Affentanz genau, lassen. Genau. Ja, also deswegen, ich hatte halt auch einfach oft das Gefühl für den Rebound, ne, dass ich einfach wusste, alles klar, wenn der jetzt schießt und der Torwart den hält, dann weiß ich ungefähr, wo er hinkommt. Und dann bin ich da. Und das ist halt ein Talent, das hat mir schon sehr geholfen. Und klar, gebe ich Gini aber auch recht, ich habe sonst fußballerisch überschaubare Möglichkeiten. Also, aber die habe ich halt kompensiert mit den anderen Talenten und dafür habe ich es ganz gut gemacht. Und darauf bin ich auch stolz. Und zu dem Affenjubel muss man sagen, wir hatten da ja wirklich Abstiegskampf und der HSV ja auch. Ich weiß gar nicht, hast du den HSV in dem Jahr erwischt auch? Nee, Bruno Labbadia hat es am Ende dann noch geschafft. Okay. Und Karlsruhe. Genau. Ja, okay, genau, Relegation sind ja alles klar. Genau, waren sie eigentlich quasi weg. Genau, ja. es war halt wirklich ein super wichtiges Spiel, weil es bei beiden Mannschaften um alles ging. Und in der Woche zuvor, es war dann halt schon Sommer und wir haben trainiert und da kommen wir wieder zum Thema Bedingungen und vielleicht auch verwöhnt sein. Wir haben in diesem Training dann gesagt zum Trainer, ey Trainer, die Sonne hat gebrannt, der Platz war trocken, können wir nochmal kurz den Platz wässern, damit der Ball schneller läuft. So, und dann muss man dazu sagen, am Wochenende ist er natürlich auch gewässert und läuft auch schneller. Also uns ging es darum, eigentlich beste Bedingungen zu schaffen, ähnlich wie am Wochenende. Ja, und da ist Hip Stevens durchgedreht. Also, was ich auch im Nachhinein schon wieder nachvollziehen kann, weil wir stecken im Abstiegskampf und sollen uns aufs Training konzentrieren und sagen dann, hier übrigens können wir mal ganz kurz 5 Minuten Pause machen und den Platz wässern. Also jetzt im Nachhinein echt Wahnsinn, ne? Und Hip Stevens halt in seiner unnachahmlichen Art uns zusammengerufen und eine Brandrede gehalten. Und dann viel hat das im Grunde genommen, ihr seid verwöhnte Affen. Und das ist, das fand Antonio Rüdiger überhaupt nicht witzig, dass er quasi als Affe beschimpft wurde, was aber von Huub Stevens überhaupt nicht so gemeint war. Ja, also es war einfach vom Holländischen übersetzt, da ist er irgendwie verwöhnte Appe, glaube ich, oder so. Und hat natürlich 0,0 rassistischen Hintergrund. Ne? Aber Toni dann auch sauer gewesen und so, kann mich nicht Affe nennen und sowas, ne? Weil ich natürlich auch verstehen kann. Schön. Also es hat dann auch wirklich nochmal gebrodelt in der Mannschaft. Und war das deine Idee dann, als ihr? Und dann haben wir halt, also auch gerade mit Toni und mit Didavi damals und sowas, also auch die dunkelhäutigen Spieler, dann auch zu denen gesagt, ey Jungs, das meint er natürlich nicht so und so. Und lasst uns einen Witz draus machen, wir hauen die Hamburger weg. So, und wenn wir ein Tor schießen, jubeln wir wie Affen. Deine Idee? Meine Idee. Und dann haben wir das halt auch umgesetzt und das war natürlich die beste Antwort, die wir haben geben können. Und am nächsten Morgen hatten wir dann gemeinsames Frühstück und dann hat Huub Stevens noch kurz entschieden, unseren Zeugwart im Affenkostüm reinlaufen zu lassen und ist dann nochmal, unser Zeugwart, auch ein geiler Typ, ist dann nochmal durch den Aufenthaltsraum gesprungen im Affenkostüm und hat da einfach hier irgendein Theater gemacht und dann war es eigentlich auch ein Happy End, also war dann von Anfang bis Ende eine coole Geschichte. Kein Happy End hat irgendwie leider gerade aktuell der VfB Stuttgart. Also man versteht das gar nicht so richtig. Die sind wieder jetzt zum dritten Mal in 6 Jahren im akuten Abstiegskampf. Und als halber Laie würde ich jetzt sagen, die haben eigentlich vieles richtig gemacht und haben eine gute Mannschaft zusammen, eine junge Mannschaft.
die man eigentlich ganz woanders erwartet hätte. Was aus deiner Fernperspektive, was läuft da gerade ein bisschen falsch? Ja, also über allem kann man wirklich auch mal das Wort Pech schreiben. Ich fand auch, letztes Jahr haben sie richtig gut gespielt, haben genau das eigentlich gelebt und gezeigt, wofür der Verein schon seit Jahren stehen will, diese junge Wilde. Und das haben sie geschafft aufzubauen. Also mit dem Trainer und auch mit dem Manager bzw. Sportvorstand haben die da echt eine geile Mannschaft zusammengestellt. Die jung, hungrig und einfach auch so richtig schön bedingungslos füreinander kämpft. Und dadurch waren sie letztes Jahr auch super erfolgreich, haben geile Spiele gezeigt und haben dann, wo dann jeder gedacht hat, okay, jetzt machen sie den nächsten Schritt vielleicht schon in diesem Jahr, aber unabhängig davon, also sie werden nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und dieses Jahr ging einfach alles schief. Also Verletzungsprobleme, sie haben wirklich da mit Krajcic und Silas haben sie zwei Langzeitverletzte gehabt, die da vorne einfach super, super wichtig waren für die Tore. Dann hatten sie, glaube ich, irgendwie gefühlt die meisten Corona-Fälle in den letzten Monaten, wo sie immer wieder reagieren mussten und sind dann halt einfach in so einen Negativstrudel geraten, wo sie dann natürlich, und da sind wir wieder bei dem Thema Druck, wo sie dann natürlich jetzt auch einfach drinne stecken, wo sie sagen, alles klar, klar können wir für vieles nichts, aber wir stecken jetzt im Abstiegskampf und wenn Scheiße läuft, finden wir uns nächstes Jahr in der zweiten Liga wieder und dann... Und dann passiert so ein Elfmeter, wie kurz vor Schluss, so ein Blackout. Genau. Und dann passieren natürlich auch solche Dinge. Und genau das ist es. Weil dann fängt der Kopf an zu arbeiten. Und wenn du sagst, wenn du siehst, alles klar, 88. Minute, wir müssen dieses Ding jetzt ziehen, weil das hilft uns unglaublich weiter, dann bist du in der Situation angespannt. Und du bist nicht frei. Und genau das spiegelt sich gerade beim VfB wieder. Ja. Du hast ja in deiner Karriere eigentlich fast ausschließlich für Traditionsclubs gespielt. Oder man kann sagen, nur für Traditionsclubs. Vielleicht jetzt mal Dassendorf abgesehen. Auch Tradition, ja. Ja, große Tradition. Sorry, liebe Dassendorfer. Stuttgart, Schalke, Werder, Hannover, HSV, auch Fortuna Düsseldorf. Alle tun sich jetzt irgendwie schwer, diese Traditionsclubs. Hast du dafür irgendeine Erklärung? Hat das mit dieser Tradition auch zu tun oder sind das alles Einzelfälle? Ich war immer zu teuer. Wir haben immer bei mir immer das Etat erschöpft, ja. Und dann gerissen. Genau, seitdem laufen sie in Schulden hinterher. womit tun sie sich schwer? Also so ein Misserfolg oder auch so ein Abstiegskampf. Also wie gesagt, und da will ich jetzt mal den VfB in diesem Jahr wirklich mal ein bisschen rausnehmen, weil da habe ich eben gerade schon gesagt, da ist auch wirklich der Faktor Pech und Verletzungspech einfach auch nicht wegzudiskutieren. Das ist nun mal so. Grundsätzlich kann man sagen, wenn man sieht, Fortuna, also ich will jetzt nicht mit jedem anfangen, ich will es mal ein bisschen pauschal halten, aber wenn man sieht, das ist dann halt auch schon ein Prozess, der da stattfindet, sei es jetzt Hamburg, sei es Bremen, sei es auch der VfB, als wir abgestiegen sind, ja auch noch mit mir gemeinsam, das war ein Prozess, das war jetzt nicht eine Saison, ist alles schiefgegangen, sondern das hat sich angedeutet. Das fängt im Management an, das fängt in der Führungsetage an, da werden falsche Entscheidungen getroffen, die falschen Leute werden entlassen, also zum Beispiel beim VfB muss ich sagen, der größte Fehler war es, Freddy Bobic und Jochen Schneider zu entlassen. Das waren absolute Macher. Und auch wenn Freddy sich jetzt gerade bei Hertha schwer tut noch, hat man ja gesehen, was der in Frankfurt geleistet hat. Und Jochen Schneider genauso. Das waren richtig kompetente Leute, die du hättest nie entlassen dürfen. Und auch als Beispiel Bremen habe ich auch gesagt, wir hatten ein erfolgreiches Jahr, als ich wieder zurückgekommen bin mit Max, sind knapp an der Europa League vorbeigeschrammt. Und dann im nächsten Jahr war meiner Meinung nach ganz klar das Problem, wo sie dann auch abgestiegen sind, dass sie die Typen einfach alle weggepackt haben. Also sie haben die Typen verkauft oder ausgeliehen und hatten in der Kabine im Grunde genommen alles tolle Spieler, aber da war keiner dabei, der eigentlich gerne mal den Hut auf hatte oder der mal das Kommando übernommen hat oder der auch mal Dinge angesprochen hat und hinterfragt hat. Da waren sie zu lieb und das ist natürlich dann auch dafür kann der Spieler nichts, weil der Spieler ist, wie er ist. Das sind ja Charaktere und da kannst du nicht sagen, so, du bist jetzt Kapitän und das machst du jetzt super. Sondern entweder du bist dafür geboren oder bist es nicht. Und da sage ich halt auch, da war es dann in meinen Augen Missmanagement, weil der Kader nicht so zusammengestellt wurde, wie er dann vielleicht mal für schwere Zeiten hätte zusammengestellt sein müssen. Wenn man den Fokus ein bisschen noch weiter aufzieht, also das ist ja jetzt die Abstiegssaison von Werder gewesen, du warst selbst noch dabei, in Hamburg redet man nicht gerne drüber, aber es ist nun mal, wie es ist, 2009, da standen die beiden Clubs nicht nur an der Spitze von Deutschland, sondern auch international ziemlich gut da. Glaubst du, dass man auch da seitdem Parallelen zielen kann oder ist das jetzt zu weit hergeholt, wenn wir jetzt 13 Jahre zurückgehen?
Ja, also beim HSV war es natürlich, kann man schon sagen, grundsätzlich so, dass die Führung, da war es nie ruhig. Also es, die war also gefühlt die letzten 12, 13 Jahre, wie du sagst, seit diesem berühmten Derby-Wochen oder dieser Derby-Saison, war es eigentlich immer unruhig beim HSV. Und diese Unruhe, das überträgt sich jetzt nicht direkt auf die Mannschaft. Ne? Also so ist es nicht, dass wir da in der Mannschaft sind und sagen, oh mein Gott, das Präsidium tagt wieder und die streiten sich da gerade, so können wir nicht trainieren. Also ne, da waren wir schon frei von. Aber es ist natürlich dieser Rattenschwanz, der hinterhergezogen wird. Es werden Leute entlassen, es kommen neue Philosophien, es werden neue Trainer eingestellt, wieder andere Philosophie. Also es ist sehr unfassbar viel Wechsel da und es stabilisiert sich halt nichts. Und das wirkt sich natürlich irgendwann auch auf die Leistung der Mannschaft aus. Da kannst du noch so gute Spieler haben. Das muss halt auch zwischenmenschlich immer passen. Das ist halt einfach so. Wir sind halt am Ende des Tages auch einfach Menschen und keine Maschinen. Und es muss halt auch passen. Und sowas muss sich halt auch irgendwo finden. Und so, da muss man halt auch mal gemeinsame Dinge erleben. Aber wenn man halt nach 6 Monaten oder so immer wieder jemand Neues vorgesetzt bekommt, dann kann sich da auch nichts finden und kann auch nichts wachsen. Und das war sicherlich auch ein Riesenproblem im HSV, dass du da halt einfach nie Ruhe hattest. Du hattest immer viele, viele Ideen und auch sicherlich viele gute, aber halt durch das selten einen gemeinsamen Weg. Und da muss man jetzt sagen, da habe ich zum Beispiel auch beim HSV, auch gerade mit Jonas Bold und auch beispielsweise Marcel Janssen, hat man das zumindest Gefühl, dass sie sich da oben sicherlich nicht immer einig sind, aber sie gehen einen gemeinsamen Weg. Und das glaube ich, das führt auch dazu, dass die Mannschaft und auch das Trainerteam, fern, also natürlich vorausgesetzt die Ergebnisse passen, dann auch in Ruhe arbeiten können. Bei Werder war das ja eigentlich genau andersrum. Also da hat man ja über die Jahre eigentlich immer ruhig arbeiten können. Es war immer diese Werder-Familie, von der gesprochen wird. Frank Baumann ist jetzt seit vielen Jahren da. Trotzdem ging es dann auch so Jahr für Jahr ein bisschen bergab. Finanziell vielleicht dann auch nicht die ganz großen Möglichkeiten gehabt wie andere Vereine. Siehst du da irgendwo noch den Hauptgrund, warum es dann bergab ging? Ja, also es ist natürlich jetzt auch schwierig, da jetzt alles aufzurollen, wenn man selber nicht dabei war. Und bei Werder, ich kriege das jetzt die letzten 10 Jahre sicherlich nicht so sauber zusammen, aber da war es natürlich schon so mal, also als ich gegangen bin und als ich dann noch gegen Werder gespielt habe, da hat dann noch ein Per Mertesacker gespielt, noch ein Clemens Fritz, noch ein Thorsten Frings, ein Claudio Pizarro. Özil. Mesut ist, glaube ich, dann auch, also ja, ich glaube, der ist auch noch irgendwie 2010 oder so gewechselt oder sowas. Also, aber auf jeden Fall, da waren natürlich auch noch viele Spieler und viele Typen, die einfach auch eine Riesenqualität hatten. Und die haben ja trotzdem, die waren ja immer trotzdem im oberen Drittel dabei. So, und dann, ich sag mal, als dann so diese Achse, Tim Borowski, als dann diese Achse gebrochen ist, wo dann Per nach London gegangen ist, Borowski aufgehört hat, Frings aufgehört hat, da ist natürlich auch Baumi dann aufgehört hat. Das war einfach eine Achse, die haben sich auch zu 100% mit Werder identifiziert. Und das war schwer, glaube ich, schwer zu kompensieren und schwer aufzufangen. Und da sind wir halt wieder beim Thema Kaderzusammenstellung. Die helfen nicht immer die besten individuellen Spieler, sondern die hilft am Ende halt auch einfach eine richtig intakte Mannschaft. Und für so eine intakte Mannschaft sind halt Führungsspieler gefragt. Und da geht es halt nicht nur darum, dass die Führung auf dem Platz übernehmen und einen Elfmeter schießen, sondern es geht darum, auch in der Kabine eine gute Stimmung zu erzeugen und auch gemeinsam was zu unternehmen. Und wenn da dann halt 20 Leute sitzen, die einfach alle froh sind, wenn sie aus der Kabine raus sind und nach Hause fahren, dann kann das nicht erfolgreich sein. Und ich glaube, dass das auch die größte Herausforderung eines Managers ist oder eines Vereins, so eine Mannschaft auf den Platz oder in die Kabine zu bekommen, die dann am Ende miteinander harmoniert. Weil klar, im Face-to-Face-Gespräch, wenn jemand zu dem Verein wechseln will, ist das immer toll und nett. Aber wie er dann wirklich nach ein paar Wochen ist und auch mit Frustration und so weiter umgeht, das ist dann immer schwierig zu beurteilen. Ja, 2009 hattet ihr noch diese Liga bei Werder damals mit Tim Wiese im Tor, Frank Baumann natürlich dann auch, Clemens Fritz, du hast sie alle angesprochen, Claudio Pizarro und natürlich auch Thomas Schaaf als Trainer, der hat dich damals dann als ganz junger Spieler das erste Mal eingesetzt, ne? In den Werder-Wochen, glaube ich sogar, oder vorher schon, aber dann in den Werder-Wochen auch auf einer ganz besonderen Position. Ja. Ja, genau. Das war ja die Saison, wo ich so ein bisschen dann in Anführungsstrichen den Start hatte in der Bundesliga und habe dann irgendwann mal Not gedrungen, weil Clemens über Nacht ausgefallen ist, Krankheit, Frings auf keinen Fall hinten rechts spielen wollte, hat Frings auf einmal gesagt, stell Hanno hinten rechts auf. Der macht das. Und dann habe ich am nächsten Morgen kommt auf einmal Thomas Schaaf zu mir und sagt, du spielst heute. Ich sage, wo? Und dann sagt er, ja, hinten rechts, Clemens ist krank. Machst du das? Dann sage ich, ja, klar mache ich das. Ich bin
ich war 20 Jahre alt. Ich war froh, dass ich spielen durfte. Und habe dann hinten rechts auf Schalke gespielt und habe es auch echt ganz gut gemacht. Also habe dann auch damals wirklich gegen Löwenkranz gespielt, da wurde in der Halbzeit ausgewechselt. Habe dann echt auch Offensivaktionen gehabt und so. War natürlich, ich hatte aber auch Per Mertesacker, ich hatte Naldo neben mir. Das war natürlich auch eine Kette, die haben dich gecoacht, ne? Die haben dir gesagt, mach dies, komm weiter rein und so weiter. Das war natürlich auch eine pure Erfahrung. Und ja, dann wurde ich so ein bisschen, nach diesem Spiel wurde ich da so ein bisschen öfter drauf ausprobiert. Und hab's dann aber nicht hinbekommen. Also es ist auch wie eine anspruchsvolle Position und mein Offensivgedanke und meine Zweikampfschwäche, das hat nicht gepaart auf dieser Position. Und durfte dann aber noch im letzten Spiel dieser Derbywochen, also im Rückspiel der Bundesliga in Bremen, durfte ich dann nochmal von Anfang an ran auf dieser Position. Hab auch ein vermeintliches Tor vorbereitet sogar, was dann, glaube ich, auch wegen Abseits oder so zurückgenommen wurde. Und ja. Hab da aber auch eine wichtige Erfahrung fürs Leben gesammelt, dass ich in diesem Leben kein Rechtsverteidiger mehr werde. Trotzdem hat Thomas Schaaf dazu noch eine Nachfrage. Oha. Hallo Martin, hier ist Thomas Schaaf, dein ehemaliger Trainer in Bremen. Meine Frage an dich, hast du immer noch Albträume, weil ich dich als rechter Verteidiger aufgestellt habe? Vielleicht können wir beide schmunzeln. Ja, können wir. Hoffentlich. Also ich kann schmunzeln. Ja, witzigerweise, Thomas ist vor... weiß ich gar nicht, wie viele Monaten 60 geworden. Und da hatte mir damals seine Frau dann auch geschrieben, ob wir nicht Corona-bedingt dann irgendwie zumindest mal ein Grußvideo oder sowas vorbereiten können. Und da habe ich ein Grußvideo geschickt, natürlich vom Golfplatz, und habe gesagt, Thomas, also das ist wirklich so viel richtig gemacht, so eine geile Trainerkarriere und beeindruckend und vor allem in Bremen. Aber eine Sache, da hast du wirklich komplett daneben gelegen, als du mich zum Rechtsverteidiger umschulen wolltest. Und genauso mit diesem Schmunzeln sehe ich es halt heute auch noch genauso. Die Idee war sicherlich nicht schlecht, weil irgendwo gewisse Talente bringe ich dafür mit. Ich bin laufstark, ich bin schnell, aber ich habe es nicht hinbekommen. Und das hat er, glaube ich, auch relativ schnell festgestellt und hat es dann auch aufgegeben. Aber immerhin hat es dafür gereicht, im letzten Spiel dieser Werder-Wochen beim 2-0 gegen den HSV, dem HSV auch noch die Champions-League-Quali kaputt zu machen. Für den HSV war danach irgendwie so alles kaputt. Hast du auch so ein bisschen als gebürtiger, so Halb-Hamburger, sag ich mal, wir wissen es ja nicht ganz genau, in welchem Krankenhaus, aber St. Georg ist mir mittlerweile eingefallen. Okay, gut, dass wir das aufgeklärt haben. Also als gebürtiger Hamburger hat es auch so ein bisschen Mitleid oder so gar nicht, weil als Werderaner freut man sich, dem HSV alles kaputt gemacht zu haben. Nee, also weder noch. Also ich habe mich weder gefreut, dass wir den HSV da alles kaputt gemacht haben, sondern ich habe mich einfach nur gefreut, dass ich nochmal Teil dieser Spiele sein durfte. Ich habe mich gefreut, dass wir natürlich als Mannschaft in die Finals eingezogen sind, DFB-Pokal sowie UEFA Cup warst du noch. Und habe mich natürlich auch gefreut, dass ich da in diesem Spiel spielen durfte und wir gewonnen haben. Also ich kann mich noch wirklich dran erinnern, nach dem Spiel bin ich dann rüber und habe noch mit Dennis Aogo ein Trikot getauscht und dann haben wir ganz kurz gequatscht. Und er hat auch zu mir gesagt, ey, ihr habt uns komplett zerstört. Ihr habt uns jetzt die letzten Wochen alles genommen, was wir uns diese Saison aufgebaut haben. Und ich glaube aber, und die Erfahrung habe ich halt auch in meiner Karriere gesammelt, für die Saison war es natürlich beendet. Also für die Saison, dass sie, ich weiß nicht, ob sie danach noch, wie viele Spiele sie ja noch hatten und wie viele sie davon verloren oder gewonnen haben. Das war natürlich dann, du hast innerhalb dieser wenigen Wochen hast du alle Ziele verloren, die du quasi hattest. Und aber mit einer neuen Saison beginnt es auch wieder von neun. Also da beginnt es auch wieder bei null und da ist es nicht so, dass da ein Trauma zurückhängt und sagt, ja, jetzt habe ich keine Lust mehr auf die neue Saison, weil ich letztes Jahr alles verloren habe. Also das war sicherlich besonders in dieser Kürze und aufgrund dieses immer gleichen Gegners, aber mit Niederlagen lernt man umzugehen. Das war ja sogar so. Profimannschaft zu sein, als Hamburger würde ich dir widersprechen. Ich glaube schon, dass das ein besonderes Trauma sehr wohl in dieser Stadt hinterlassen hat. Diese Wochen und diese dreimalige Nicht-Ergreifen einer riesengroßen Chance, obwohl der HSV ja ein Jahr später nochmal ins Halbfinale eingezogen ist und die Möglichkeit gehabt hätte, sogar im Heimfinale zu spielen, europäisch, spricht darüber eigentlich heutzutage keiner mehr. Aber diese Werder-Wochen sind eigentlich... Papierkugel kam auch dazu, Tim Wiese an der Eckfahne. Es ist schon ein Stachel, glaube ich, der immer in Hamburg drinstecken bleibt. Da widerspreche ich dir auch nicht. Also, dass das Teil der Geschichte bleibt und dass das auch gerade die Fanszene nicht vergessen wird, auf jeden Fall. Aber ich würde damit sagen, also, dass die Spieler, sie haben dann wieder neue Ziele. Und wie gesagt, und diese Niederlagen, so bitter sie sind, gehören halt auch dazu.
Und auch vielleicht vorausgesetzt, du spielst nicht bei Bayern München. Und dementsprechend will ich damit sagen, also da du gehst nicht in eine neue Saison mit dem Gedanken, ich bin noch nicht so weit, weil das sitzt noch zu tief in den Knochen. Weil dafür ist die Sommerpause da, dafür ist die Vorbereitung da, dafür sind die neuen Ziele da. Deswegen, das glaube ich halt nicht. Für die Saison gebe ich dir vollkommen recht. Die war gelaufen von HSV, dass die Fanszene und auch die Stadt darunter heute noch leidet, glaube ich dir auch, aber die Spieler nicht. Umso besser hat es dann dem HSV und den Fans getan, als im Hinspiel dann in Bremen gewonnen wurde, jetzt in dieser Saison. Da wurde dann auch hinterher nochmal die Papierkugel rausgeholt vom HSV und ein kleines schönes Video gemacht. Du warst ja auch dabei. Wie ist das dann vor so einem Spiel eigentlich als Experte? Kannst du da nochmal mit dem einen oder anderen Spieler oder Verantwortlichen locker plaudern oder sind dann auch wirklich alle so angespannt, jetzt wo du dann auf der anderen Seite stehst? Ja, auch das ist individuell. Also ich sag mal, mit den Spielern, die sind natürlich schon dann auch ziemlich konzentriert und wollen sich da ja auch nicht zu Schulden kommen lassen. Das ist ja auch wieder diese öffentliche Wahrnehmung. Wenn dann einer so kurz vor so einem Spiel dann noch mit einem Sport-1-Experten irgendwie rumshakert und flaxt und dann am Ende eine große Chance vergibt, dann wird ihm das natürlich auch schön aufs Brot geschmiert. Deswegen ist man da als Spieler immer ein bisschen zurückhaltender aufgrund dieser öffentlichen Wahrnehmung. Aber ich zum Beispiel war immer relativ lange so gut es geht entspannt. Also ich habe mich versucht, so lange es geht abzulenken, um nicht zu früh in diese Konzentration zu gehen und nicht zu früh diese Anspannung in mich kommen zu lassen. Deswegen habe ich ganz oft auch vor dem Spiel noch irgendwas geguckt oder am Handy rumgedaddelt oder so. Einfach nur, um nicht zu früh in diesen Tunnel zu geraten. Und so geht es vielen Spielern auch. Also viele Spieler sind bis zum Anpfiff noch total entspannt und locker und bei den Verantwortlichen eher noch mehr, weil sie ja wissen, okay, bis jetzt haben sie alles dafür getan und vielleicht einen Trainer mal ausgenommen, aber als Beispiel Jonas Beuth, mit dem habe ich dann auch vorm Spiel dann noch gequatscht und geflaxt und über andere Themen gesprochen, weil er natürlich auch weiß, alles klar, jetzt habe ich keinen Einfluss mehr, keinen direkten auf dieses Spiel, sondern das hatte ich die ganze Woche davor und jetzt freue ich mich und bin aufgeregt, aber jetzt sicherlich nicht mehr verbissen, sodass ich jetzt nicht mehr lachen darf. Ja, Jonas Beuth ist ja auch Düsseldorfer, nicht, glaube ich, gebürtig, aber da lange gelebt. Du hast auch in Düsseldorf gespielt. Es gibt noch jemand anderen, der jetzt noch beim HSV ist, mit dem du in Düsseldorf zusammengespielt hast. Weißt du, wen wir meinen? Der beim HSV ist und mit dem ich in Düsseldorf zusammengespielt habe? Mhm. Ja, das ist ein großes Fragezeichen. Hat auch mit dem Management zu tun und der Kaderplanung. Ach so, oh, gut, dass du es sagst. Ja, alles klar, ich wollte gerade sagen. Ich habe doch, ich hatte gar keinen Mitspieler mehr. Aber Klaus Koster natürlich, ja klar. Kaderplanung. Genau, und den hören wir jetzt. Moin Martin. Böse Zungen behaupten, dass du mittlerweile jede Möglichkeit nutzt, dich zu Hause rat zu machen. Vielleicht hat das mit dem dritten Kind zu tun. Ich muss mal bei Sharon nachfragen, ob das auch wirklich alles so rechtens ist. Eine kurze Frage natürlich auch von mir. In Düsseldorf bist du viel noch als King of the Ring in Erinnerung. Und da wird die Zuhörer sicherlich interessieren, welchen ehrenvollen Titel du da mehrfach verteidigt hast und welche Auswirkungen das auf dein Trainingsoutfit hatte. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen und wünsche dir viel Spaß im Podcast. Mach's gut. Ciao, ciao. Ja, Klaus Koster, Chefscout beim HSV. Ja. Will wissen, was hat es mit dem King of the Ring auf sich? Ja, also es ist, ich glaube, da hört man auch schon mal ganz gut raus, welche Truppen dann auch wirklich, wo man richtig Spaß hatte. Also jetzt der Fülle da mit dem Schmetterlingen und jetzt hier King of the Ring. Auch Düsseldorf war so ein Fall. Ich bin ja hingegangen, da ist Düsseldorf aufgestiegen aus der dritten in die zweite Liga und wir haben um den Aufstieg dann direkt in diesem Jahr mitgespielt. Also sind am Ende Vierter geworden und werden fast mit Düsseldorf durchmarschiert aus der dritten in die erste Liga. Und das war halt auch ein Fall dessen, wir hatten gar nicht qualitativ die beste Mannschaft, aber wir hatten eine richtig geile Truppe, wir hatten so viel Spaß, wir hatten so viel unterwegs, also auch die Düsseldorfer Altstadt und sowas und auch Karneval und sowas, alles da. Alles mitgenommen. Die Feste gefeiert, wie sie fielen. Und King of the Ring war so eine Competition von Norbert Meyer dann auch eingeführt, auch übrigens ein richtig geiler Trainer und auch perfekt für so eine Stimmung. Ne? Also der kann halt einfach so eine Stimmung in der Mannschaft steuern und konnte damit halt auch super mit den Spielern umgehen. Da kam ein unglaubliches Personalmanagement, so was halt auch wichtig ist, dass man alle bei der Laune hält, ne? Und King of the Ring war halt so ein Ding. Wir haben fast vor jedem Training uns warm gespielt im Kreis, ne? Also 5 gegen 2 oder 6 gegen 2 und 2 in der Mitte, die jagen müssen. Und für jede Doppelrunde, also sagen wir mal 20 Kontakte, und für jeden Beinschuss gab es einen Strich auf so einer Tafel in der Kabine, und am Ende des Monats, der mit den meisten Strichen
wurde King of the Ring und musste dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es ein Training war oder eine Woche lang, mit so einem Disco-Outfit, so einem Paillettenhemd das Training machen und hinten stand King of the Ring drauf. Und das war halt, also war wirklich eine Schmach, damit rumzulaufen, das war auch super störend. Und, du musstest relativ häufig damit rumlaufen, offenbar. Quatsch. Natürlich, ich glaube, ich habe es einmal getragen. Und da war aber auch so, weil die letzte Trainingswoche dann die Jungs, die mit mir in der Verlosung waren, sich alle krank gemeldet haben, weil sie Angst hatten. Die haben sich lieber krank gemeldet und haben auch Wochenende nicht gespielt, statt noch irgendwie ein, zwei Striche zu sammeln und am Ende King of the Ring zu sein. Weißt du, also so wichtig war es dann irgendwann. Und ich habe es vielleicht einmal getragen, das kann schon sein. Ich glaube, ich habe nochmal nachgelesen und du hast damals sogar gesagt, so Kreisspiel ist jetzt auch nicht unbedingt deine große Stärke. Hat sich geändert. Ja. Spiele ich jetzt mittlerweile sehr gerne. Und auch stimmt. Mit Tim Leipold zusammen. Das war, ja, stimmt, aber es war eine Zeit lang, musste ich mich da wirklich dran gewöhnen. Also da lernt man schon was dazu in der Zeit. Eigentlich müssten wir jetzt in unserer Abschlusskategorie, die Top 3 heißt, fragen, wer die Top 3 King of the Rings waren, aber wir haben uns für eine andere Sache entschieden und hören das mal ganz kurz nochmal, wie die Abschlusskategorie heißt. Meine Top 3! Genau, nicht deine Top 3 King of the Rings, sondern deine Top 3 aktuellen Zweitligastürmer würden wir dich gerne mal zu abfragen. Fangen wir mal mit dem dritten an. Oh. Ein paar haben wir heute schon gehört, ja, ne? Daniel Ginczek, Niklas Füllkrug. Wollte ich gerade sagen, das ist ja echt schwierig gerade. Bei St. Pauli gibt es ja auch noch einen, mit dem du mal zusammengespielt hast in Österreich. Es gibt ja echt ein paar gute, ne? Also meine Top 3, also das muss ich mal, also zum Beispiel Simon Terodde lasse ich jetzt mal außen vor, weil das ist natürlich ein absoluter Top-Stürmer und vielleicht sogar der Top-Stürmer aller Zeiten der zweiten Liga. Aber den lasse ich außen vor, weil ich mit ihm nicht zusammengespielt habe. Deswegen sind meine Top 3 definitiv auf der 3 Guido Burgstaller. Auf der 2 Ginczek, aber auch nur, weil er jetzt erst wieder neu in der zweiten Liga ist. Und auf der 1 ist für mich Fülle. Also weil wir halt echt einfach auch, mit Ginny gemeinsam geile Sturmtour gebildet. Guido kenne ich aus der Nationalmannschaft und das sind deswegen auch meine Top 3, weil ich sie persönlich alle kenne und schätze. Und so ist meine Top 3 der Stürmer. Klingt. Das Top-Sturmduo der Liga, Füllkrug-Duxch aktuell? Ja, würde ich schon sagen. Also oder Ginczek Hennings, auch nicht so schlecht, ne? Auch geheim. Rufen, am Wochenende sehr gut gespielt, muss man sagen. Wollte ich ja sagen, Rufen kenne ich auch noch aus meiner Hamburger Zeit. Wir haben zusammen in der Hamburger Auswahl gespielt und waren auch echt damals eng befreundet und auch so jetzt immer mal wieder, ganz wenig, aber auch immer mal wieder Kontakt gehabt und uns gefreut, wenn wir uns sehen. Auch ein geiles Duo. Also auf jeden Fall auch gerade die beiden, also die haben ja so eine Power und dann links und rechts Fuß. Auch ein geiles Team, also da kann noch richtig was passieren. Also der Sturm, das Tor von Ruben Hennings am Wochenende, wo Khalid Narei die Vorlage reinspielt und er mit der Hacke, war auf jeden Fall sehr ansehnlich. Ja, aber wir werden am Wochenende auf jeden Fall auch ein paar gute Stürmer auf dem Platz sehen. Hennings hat schon angesprochen, das wahrscheinlich beste Sturmduo. Dazu kommt dann auch noch vom HSV Robert Latzl, der jetzt auch nicht so ganz blind ist. Dürfen uns auf jeden Fall auf das Spiel freuen, glaube ich. Wir können dich nicht entlassen, ohne dass du uns einen Ergebnistipp bereithältst. Was meinst du? Ja, also ich glaube, dass der HSV Werder nicht so überrollen wird wie im Hinspiel. Das war schon beeindruckend, also was da die ersten 65 Minuten stattgefunden hat, war atemberaubend. Also A, wie HSV es gespielt hat und B, wie Werder überfordert war. Aber das ist natürlich ein ganz anderes Spiel am Sonntag. Wir haben jetzt Ole Werner, wir haben ein super stabiles Werder Bremen, aber haben auch ein stabileres Hamburger SV. Deswegen glaube ich, dass da ein Duell auf Augenhöhe stattfinden wird. Und ich tippe am Ende tatsächlich ein Unentschieden. Also ich würde sagen, es wird ein 1-1. Ja, ich denke, damit können alle Fußballfans wahrscheinlich in Hamburg und auch in Bremen leben. Glaube ich, oder? Nicht. Glaubst du nicht? Wenn es am Ende der Saison dann dazu führt, dass beide noch leben. Da oben stehen. Also ja. So wie die Tabelle jetzt ist, würde ich sie mir auch am Ende der Saison wünschen. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort für heute. Martin, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat echt Spaß gemacht, waren viele interessante und auch sehr lustige Geschichten dabei. Danke fürs Kommen. Gerne, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, und wir werden uns dann nächste Woche schon wieder hören, und zwar direkt nach dem Nordderby am Montag, zwei Tage vor dem Pokalspiel gegen den KSC. Und idealerweise hat man dann einen Gast, der bei allen drei Clubs sich ganz gut auskennt. Und wer das sein wird, das verraten wir am kommenden Montag. Bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das auf Wiederhören. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.